Also, Lano, wo seid ihr? Bei den Brown. Sicher nach der Russ holen. Kannst du mitkommen, Carlos? Hallo, Carlos? Ja, jetzt höre ich dir. Digga, ich nehme noch ein Auto mit, Alter, weil da unten ist keine Garage. Das war kacke, wenn die Autos weg sind, dann weißt du. Soll ich dann vier? Jungs, ich geb hin, Mann, ich fahr in die Hut. Wer ist denn noch da jetzt? Was wird aus dem Banküberfall? Craig ist noch da. Ich könnte das so gerne machen, aber ich geb rein. Warum, Bruder? Bleib noch ein bisschen. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Ich bin müde. Ich hab Angst alleine. Hast du die Kamera? Was sagst du? Hast du die Kamera dabei? Ja, ich hab den aufgeladen gerade. Ich mach das schon. Was geht ab, Zuko Loco? Oh, da war der Curtis. Ja, habe ich schon mitgehört. Ziemlich oft Kopfschmerzen, ne? Hoffentlich ist das bei mir jetzt nicht auch so schlimm. Was geht ab, Lefty, Mann? Gar, sie ist auch... Oh, ja. Was geht? Die ganzen Leute sind hier. Haha. Den haben Chris Player. Okay, das war voll unnötig. Genau so wollte ich das. Das war's dein. Was geht ab, Mann? Du hast mir den Vorfall genommen. Ein Friseur. Das wo und jetzt den wem aus das. Warum könnt ihr euch das nicht merken, Mann? Hallo, Nikos. Panzerknacker, jetzt gibt's keinen Wissen mehr. Wenn dieses ich erschreck mir immer. Oh ne. So viele Leute. Nicht den Leitung. Hallo. Hukulu. Hey Jeff, ja, ich hör den. Hier gibt's Stress? Carlos ist unterwegs. Carlos ist unterwegs. Noch im Laden. Ein richtiger Shitstorm. Oh yeah. Wo ist Carlos? Pass auf, sie kommt, sie kommt. Naja, was geht, Mann? Was geht ab, JFK? Yeah. Das hab ich verpasst, Mann. Was geht, Rakim? Erdbeben! Wow. Na, Melanie! Halt mich fest, Bruder! Ja, alles fällt du selbst. Jo, ey. Hey, braucht ihr eine Informantin bei den Cops? Ich bin da morgen der Praktikantin. Gibt's überhaupt deine Uniform in deine Größe? Alles klar. Was willst du zum Ausdruck? Nee, die drei Stück, Mann. Näht die zusammen. Weiß ich nicht. Pizza. Ein LKW voller Pizza wird mir reichen. LKW voller Pizza? Ja, kommt drauf an, dass ich euch den harten Stoff da besorgen kann. Pro Stunde. Das ist der Carlos doch. Wie sieht's aus? Was ist das mit Carlos? Der ist gerade angekommen. Wenn die mir da keine Informationen geben, dann kacke ich den einfach in die Theke. Wow. Oh. Boah, nee, Alter. Ja, leb dich da mal ein. Hol dir mal Vertrauen bei den Cops. Sorte, ja, du hast gesagt, Informant bei Schwarzwasser, ne? Ja. Den Namen hat. Warte mal, endet seine Nummer mit 617? Von wem? Von Schwarzwasser. Ich bin sofort wieder da, mein Freund. Von deinem Informanten bei Schwarzwasser. Holy fuck, man könnte es ein bisschen bescheuert, man. Kannst du nicht meinen, jetzt geht's hier komplett los.
Duplo von Curtis. Das ist mein Duplo, ne? Der geht immer an mein Süßigkeitenkiste. Einfach dran. Der Penner, wenn ich dich finde, ne? Mach ich kaputt, Mann. Guck mal, der leuchtet mir den Weg, ich bin Fame. Weil nee, hab ich. Nee, 507. Okay. Oh okay, mein dann Gott, holy fuck, jetzt geht's ja ab. Ich hab nämlich auch einen bei. Und hallo an alle, die gekommen sind, Mann. Aber der ist nicht da. Ich wohne. Von Martin ist 666. Ja, also bis morgen haben wir den Nachnamen. Alles klar. Holy shit, man. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei meinem Bruder. Hey, how's Dom? Hey, ist Dom? Ja, yeah, oh. Ja, du. Ja, ich? Kannst du nochmal Blitze machen? Ja, warte. Ich glaube, er ist verliebt in dich. Holy shit! Oh, wow. Ey, Ping-Pong. Ja? Ping-Pong, wer ist denn der Zweitonner da auf dem Gras? Wo kommt das her, Mann? Oh, Osa, Salüchi. Oh, du meinst kennst du Melanie? Frag ihn mal, Digga. Nee, hey. Scheiße. X-Men nochmal Storm, Mann. Die sind super Helden. Oh, die Finger fallen, Kohl, die Finger fallen. Kann Blitze schleudern. Osa? Ja. Die hat vorhin Busch gemacht. Ich hab gehört, du hast Curtis angeschossen. Ja, ist schon geklärt. Was hast du gesagt, JFK? Die hat vorhin Busch gemacht. Ein Tornado ja, geholt und dann ist Curtis umgekommen. Machen, bitte. Hab nicht getroffen. Holy fuck, die kann Curtis umschmeißen, die muss stark sein. Die hat Curtis nicht nur umgeschmissen. Der kommt Blitze aus den Fingern, Alter. Der war nicht komplett ausgenockt. Ja, der lässt sich von Frauen schlagen, was ein Pfeife. Ja, und die hat nur Wusch gemacht, Mann. So hat sie gemacht, Wusch. Okay, wenn das Storm ist, muss das Schlumpfine sein. Na. Nixer Schlumpf und Nixer Schlumpfine. Wie nix Schlumpf, ihr nennt euch doch selber Schlumpf. Zeitung hat neue Klamotten bekommen. Nee. Hab ich gestern gehört. Klasse, oder vorgestern? Hab ich gesagt, wirklich. Ja, wow. Schlumpfer passt doch. Wow. Ey, der hat ein Goofy-Jacke an. Naja, was denn? Wir stehen auf Gras und wir hüpfen gerne. Weiß man, dass es gibt. Ich seh's gerne, wenn's hüpft, aber hüpfen tue ich nicht gerne. Die Maya finde ich am geilsten. Ich hab einen eigenen Goofy, Bruder. Wer will hüpfen sehen? Niemand. Wer ist niemand nicht die Welle im Aussehen? Niemand ja, will hüpfen sehen. Weißt du, und Güffi, der lügt uns die ganze Zeit an, dass er nicht reich ist, Mann, Alter. Dabei hat er seine eigenen Klamotten, der Pisser, Alter. Ja, der schnurrt überall Geld, Mann. Ja, Mann. Ist der Türke, der muss doch rumlaufen. Türke. Bella, alles gefällt. Hey, hab ich von dir so gesagt. Bella, ich blick mal. Was nun? Schick. Ist schöner Schick. Tsunami! Tsunami! Da hängt ein Blatt Auto. Zum Glück ist sie nicht im Wasser geschwommen, Bruder. Jo, wollen wir noch irgendwas starten? Oh, schon wieder, Mann! Bring dich in Sicherheit, Bruder! Was los, Digga? Holy fuck, Mann, was geht hier ab? Ja, wehe, du vergisst deinen neuen Follower vorzulesen. Du hast ihn nicht mal. Haben wir 2000 erreicht, Mann? Oh, 2000 Hype, Mann. 2000 Freunde schon. Holy fuck. Das sind ein paar Tage, Mann. Ihr seid sick. Holy moly, Mann. Push Gang ist beste, Bruder. Die Eltern noch fahren. Melanie hat jetzt drei Monde, drei schwarze Monde. Oh, ihr seid doch nicht so gemein. Ich will auch ein Mond sein. Was macht ihr mit der Melanie? Was macht die Melanie mit uns? Beweg dich nicht weg, Mann, wir können nicht von dir weg. Boah, hast du das gesehen? Ich hab eine Taekwondo-Rolle gemacht. Scheiße, ich bin eingepennt. Boah, zu viel. Die Rolle. Ich bin voll scheiße. Oh, endlich wieder frei, Mann. Holy fuck. Das ist ein richtiger Männermagnet, die Melanie. Ja, ja.
Was ist das, JFK? Da kriegst du Bauchschmerzen. Alles in Ordnung, Mann. Du hast dein Asthma-Inhalator? Ja, bitte. Und wenn sie wieder da ist, müssen wir alle um sie rumlaufen. Ja. Wie so ein Kapuzineräffchen, Mann. Boah, da hat er eigentlich neue Kleider. Deine Lache ist wichtig, Ghetto, Mann. Ich kann diese anziehen. Diese und diese andere Hose kann ich nur anziehen. Mehr geht nichts. Ich hab mich beruhigt, Mann. Jetzt bin ich an der Cover-Zeitung. Ja, wo ist Sugar Anne eigentlich? Die ist kurz was regeln. Zeitung ist jetzt Abendblatt. Und der Cover. So Stunde. Oh Gott. So einfach war. Holy shit, man. So gut war der gar nicht, Mann. Komm mal runter. Eine Partybrust ist da. Will jemand was kaufen? Nee. Sicher nicht? Ja. Ihr seht, wie das wirkt, ne? Du hast einen Frankenstein? Ich will einen. Ey, kostet 35 Riesen, Mann. Ja. Hab ich gar nicht dabei. Ich geb dir 15. Ey, unter 20 kann ich nichts machen, Mann. Ja komm, ich geb dir 15. Wie soll ich denn die ganzen Fotos vorlesen, Mann? Was macht ihr denn für Geschäfte? Heilige Scheiße, Alter, vielen Dank, Mann. Wir verkaufen noch für 35.000. Wir haben gesagt, nicht für weniger. Ey, du hast den Boss gehört, Mann. Okay. Holy fuck, man, macht mal ein Herz für Curtis, bitte. Dann nicht. Oder mach ein Willido, besser Willido. Nee, scheiß auf Herz, Mann. Oh shit, Mann. Ihr habt 400. Das ist besser, Mann. Also 400.000. Dabei? Natürlich. Willst du was kaufen? Seid ihr mega reich? Ich muss Waffe kaufen gehen, hab vor allem verloren, weil ich wollte letztendlich. Ihr habt Namen vergessen. Lubi. Oh. Lubi. Ja? Lubilose! Du Jungs, ja. Mann, wo kommt der Lied, Mann? Was soll denn die Scheiße denn? Mann, weil. Das war's. Wer zieht da? Wer zieht da? Warum ballert er mich denn so? Lass mich los, Melanie! Die arme Melanie! Aber ist keiner tot? Scheiße, die Chance gleich. Da hinten steht was. Ja, Lubilose würde auch sagen. Wow, ich bin ein Asteroid! Wow! Nee, nicht immer, das musst du süß sein. Holy fuck, ich bin aus der Umlaufbahn geflogen, Mann! Schneller! Ich glaub, dein Motor ist kaputt, Melanie! Ja, ich glaub auch! Oh, oh, das war der Fall. Ups. Was ist denn hier los, Alter? Oh, die fuck, what is that for? Aber ich kann nicht mehr. So, jetzt nicht mehr zu nahe kommen. Ich hab ne Peitsche dabei. Hey, die Melanie betritt den Ring, glaube ich. Da kommt der Titel daraus vor, Drum Melanie. Die Bullen kommen weg hier! Weg hier! Mobiltelefon! Bido. Was ist da hinter mir? Carlos! Carlos, Mann! Warum steht sie hinten? Mach Buckel dran. Ach so. Oh ja. Was ist denn los? Hier wird Musik gespielt, Mann. Nee, ich geh mal ins Meer. Da hab ich ein bisschen mehr Platz. Ja, ist okay. Nur für dich ein Kuchen, mein Freund. Du weißt Bescheid, Bruder. Geh mal schön ab ins Discord. Tanz mal ein bisschen, ja. Ich
mache einen afrikanischen Tanz für euch, meine Freunde. Ah. Hey Mann, das ist doch mega geil, Junge. Sag doch einfach, wenn du alleine da oben stehen willst, brauchst du mir nicht wieder schubsen. Der ist richtig geil, Mann. Der ist richtig geil, Mann, den will ich haben. Schick mir den Song, Mann. Und denke mal dran, genau. Hauptsache, er ist wichtig. So muss ich sein Sample anhören, Mann. Und wenn es ein bisschen geht, dann gibt es die beiden. Mach die Fragen. Mein Gott, das Ding hört gar nicht mehr auf, Mann. Leute, hier gekommen sind. Schön, dass ihr alle hier seid, Mutter. Ich weiß nicht, wie der Song heißt. Mann. Komm mal her, stell dich mal. Komm mal her, stell dich mal hier vor. Hä, wo ist der jetzt hin? Warte, bleib mal hier stehen. Ja? Und jetzt guck mal Craig in die Augen. Jetzt läuft er weg. Was denn? Guck mal, das hat bei Craig so ausgesehen, wie er gegeiert hat. Was soll das? Was will der von mir? Ich weiß nicht. Ist der bekifft oder was? Ich keine Ahnung. Wie, du hast den in die und du teilst den nicht? Wollen wir jetzt eine Bank überfallen? Wird der eine Bank überfallen gehen? Ja, ha, Action machen. Oder meinst du ATM-Knacken? Naja, läuft doch auf selbe hinaus. Nee, Banküberfall ist was anderes. Dann musst du mir das zeigen. Dann habe ich das noch nie gemacht. Ein Banküberfall? Du brauchst auch einen Waffenschein für mich. Kein LKW-Führerschein. Ich hab das selber noch nie gemacht. Der Carlos hat wieder seine 5 Minuten. Er kippt dir gleich wieder um, weil er verdurstet. Halt die Klappe, ich warte schon drauf, Mann. Ja, ja. Braucht man nicht so viel. Kann der nicht trinken? Psst. Oh, ja man, bei Cindy Mini ist echt kein Spaß mehr. Bei Cindy Mini gibt's Spermaband, wer da Witze macht. Kannst du mir das dann schicken? Das Marathonläufer, wenn du das gesehen hast. Njau, weg ist die. Was geht jetzt ab? Bleiben wir hier mal in Party oder gehen wir irgendwas an Unternehmen? Ja, wie ich doch hoffe. Wo hab ich überhaupt geparkt? Hier, ne? Was geht bei dir, Mr. Swiss? Alles gut? Holy Knife, Tom Halfsee, dich kenn ich auch noch. Nobles, was geht ab, man? Alle hier. Just Finest kann man auch auf den Kanal sehen, wo auch den Simpel des Surf ist. So, Carlos, sagst du Autofärm, ja? Fick dich, wenn du die Autofärm. Alter, wenn du die Autofärm, bring dich um, Mann. Ich schwör's. Der Carlos, Mann. Ja, was ist das für eine Karre, Mann? Pass auf, die ist frisch gewachsen, Mann. Das ist meine, Mann. Was ist das für einer? Das ist der Peyote, mein Freund. Holy shit, der ist ja mega nice. Der ist richtig fett, ne? Das ist ein Klassiker, Mann. Kann er bouncen oder nicht? Nee, der kann nicht bouncen, Bruder. Der ist zwei dafür. Okay, ich hab mir auch mal überlegt, den zu holen, Mann. Der ist richtig nice. Ich hab hier mein Ersatzrad dabei, ne? Falls mir einer auf die Reifen schießt. Ey, das ist mega klug von dir, scheiße. Ich würde sagen, fahren wir erstmal in die Hut oder was? Wenn du verfolgt wirst, dann kannst du das abmachen, dann fällt das runter und haut bei dem anderen in die Scheibe rein, Mann. Ja, Mann, dafür brauchst du so einen Hebel. Du musst da mal was basteln, Mann. James Bond-mäßig. Und dann will ich noch Wasserpistolen dran haben und so. Ja, Mann. Wasserpistolen, Mann, das wäre super. Ja, was habt ihr jetzt noch vor? ATM knacken oder so, mal gucken. Bisschen Geld besorgen, Mann. Na, ich muss mir so einen Kopf und ein bisschen was zu essen machen, dann bin ich erstmal raus, denke ich, Mann. Alles klar, Bruder. Ja. Guten Hunger, Mann. Passt auf euch auf, Mann. Ja, du auch, Mann. Lass den Janko chillen und halt was steif, was du steif halten musst.
Was? Ich bin auf denselben Discord wie Curtis. Ich habe keinen eigenen Discord, mein Freunde. Browser was nicht. Bin bei Curtis zu Hause da. Ich wohne noch bei meinem Bruder. Ich habe keine eigenen Wohnung. Ja, bei mir geht gerade auch nichts, nur ein bisschen GTA und 100.000 Follows, Mann. Verdammte Scheiße. Patrus hat nachtig. Ah, da hat sie, da kannst du nachtig. Ey, Bella, wo ihr macht mir schon den Zunge kaputt, ja. What? Guck ja. Mal bei den Bildern. Jetzt. Komm einfach rüber. Oh. Ach so, wie Hood. Hood, Hood? Hood, Hood. Meinst Hood, du den Bildern in Discord? Wuff, mein Freund? Direkt in Grove Street, nein. Oh, Edel! Holy fuck, ich muss dahin. Edel, ich komm angeflogen. Da guck ich nach den Stream immer rein. Ich bin auch gerne in den Discord und schreibe mit euch. Weißt du, spiele ich damit mein 10 Minis. Dann bin ich da. Ich guck danach den Stream rein, man. Jetzt hab ich einen Beulen in mein Auto wegen dir. Ich verklag dich, du Penner. Kannst du nicht. Du hast mich überfahren. Kannst du mich nicht verklagen? Doch. Nee, hey. Natürlich. Ich weiß, wie du heißt. Wenn du von mich verklagst, dann zieh ich dir dein Gehalt ab. Ha, die $50 kriegst du geschenkt. Dürfen wir jetzt schneller Autos fahren? Warum? Was machen wir schneller jetzt? Auto? Für Bank. Müssen wir ja schnell sein. Keine Ahnung, dürfen wir das? Ja, wenn wir Scheiße bauen. Rakim, das war die Unterhaltung zwischen den Eltern von dir und Curtis. Du schätzt es, sorry. Oh mein Gott, Mann, das geht so schnell weg. Was ist keine Scheiße bauen? Nee, hey, das ist ja Geldbeschaffung. Ich bin ganz kurz den Kopf, mein Freund. Bin sofort wieder da. Mach das. Muss das wieder extra nachgucken. Guck mal, wenn der nachdenkt, kriegt er nichts mit. Jetzt können wir den hauen. Weil ich glaube, jedes Mal mit die Lowrider Berg überfallen geht. Hört ihr das, wie der über mich redet? Da können wir gleich stehen. War Freundschaft, ne? Das war die Unterhaltung zwischen den Eltern von dir und Curtis. Du Schatzi, weshalb hast du das Kinderarbeit so hochgebaut? Ach, Kinderbett, Mann. Ha, Kinderarbeit. Siehst du, ich bin ganz andere Sachen gewohnt. Ich hatte nicht mein Kinderbett. Luge. Wenn das Kindchen aus dem Bett fällt. Bin immer mit dem Skateboard gefahren und der Curtis hat Steine auf mir geworfen und dann deswegen bin ich doch. Na, wollen wir jetzt machen hier? Ja, warte doch kurz. Wollen wir die Baronschaft verkaufen? Oh ja. Nochmal. Don Bernardo, herzlich willkommen in der Gruppe. Shorty, wir haben gestern 4 Stück zu zweit. Ich voll überfordert mit euch. Ey, lüg mir. Was ist da los, ich hab Mann? Nur eine. Ich hab, nur ich hab eine sonst nie so viel Besuch. Scheiße. Ich hab. Kukulu. Ohne mich hätte er die Nummer gekriegt, ja. Also fahren wir jetzt schnelle Autos? Ja, für Überfall, also Geldbeschaffung, ja, würde ich sagen, oder? Ich fahr bei Shorty mit. Wollt ihr denn Geldbeschaffung machen? Ich fahr nicht. Wie, du fährst nicht? Digga, ich gehe heute um 1 Uhr pennen, Alter. Mir scheißegal, die letzten 3 Nächte habe ich nur 3 Stunden gepennt wegen euch. Wie, Mann, du gehst jetzt pennen, Alter. Ja, ich brauch schon Schlaf, das machst du jetzt mit, das Knallköpfe. Weißt du, da bin ich blind, Mann. Da gehört mein Lamborghini nicht da. Was soll denn Scheiße, Mann? Digga, du bist so gerne mit uns zusammen, ja? Du kommst jetzt mit, verpiss halt den Maul, Mann. Hol jetzt die Karre raus, Alter. Hol die Karre jetzt, Mann. Aber wir müssen mal gucken, ob der Arzt ist da ist, ne? Wieso? Der ist ein bisschen kaputt. Komm jetzt. Ja, das ist jetzt ganz, ganz schlecht. Ja, lässt sich nicht ändern. Na, ist kein Arzt ist da? Nee, wir können ja gucken gehen. Was denn? Willst du ein Italia-GTB haben von mir? Weil ich geh jetzt raus, dann gebe ich den Schlüssel. Ist Bella alleine? Ja, mach mal, dann nehmen wir den, wenn der ganz ist. Wo ist meine Chauffeurin? Nee, ist doch mal nice. Na, hätte ich auch meine Karre rausholen können.
Hast du auch so einen? Ja, aber. Ja, klar. Und die haben mir die alle nachgekauft. Ah, ist schon schlimm, dass die Grünen sind. Ich hab's den bekommen? Schlüssel. Nee, mussten euch eben noch geben. Das ist, weil die Geier immer in deinem Rund stehen, wenn es was umsonst gibt. Hast du bekommen? Danke dir, Mann. Ja, Mann. Ja. Korrekt. Das ist mir schön. Bis dann, Bruder, ne? Schlaf gut. Ja, bis morgen. Ich hab mir extra gesagt, dass er die noch haben. Sehr gut, Dauto. Schau, die bist du. Also, ich find's super und die anderen auch, ne? Die haben sich den jetzt alle geholt. Markus. Guten Nacht, Alter. Nacht, Shorty. Wohin gehst du denn jetzt genau? Nach oben zu den drei, also zu der Bank, oder? Zu den dreifach ATMs oder welchen ATM wollen wir fahren? Na, im Norden, die große Bank, dachte ich. Achso, den großen. Können wir vier Stück gleichzeitig machen? Wer hat viel geilere Felgen, Mann. War das jetzt auf den Auto bezogen oder auf den Ohrringe? Du Nase, Alter. Selber Nase. Oh. Aber der klebt nicht an dem Boden, so wie der Lamborghini. Nee, dafür zieht er aber schneller, also kommt schneller vom Fleck weg. Und lässt sich auch gut an den Kurven denken. Sollte da jetzt nicht hacken, ne? Egal, die haben wohl Wallhack. Guck, bab. Holy fuck, man, die zaubern. Boah, ich hab voll Augen, ne? Unglaublich. Was hast du, volle Augen? Ja, man, voll Augen. Kennst du das nicht, wenn du ganz viel blind setzt? Holy shit, man. Was ist da los? Haltet ihr euch an die Verkehrsregeln? Ja, Hakim sagt, er darf nur 80 fahren. Was ein geiler Gangster. Ja, Mann, sonst krieg ich einen Ärger von den Polizei. Krieg ich meine Inspektor-Lizenz abgenommen. Sobald ich beschleunige, Bruder, fängt das mit den Augen an. Okay. Macht sich natürlich gleich gut, wenn wir schnell weg müssen. Ja, da müssen wir außerhalb die Stadt fahren. Wenn ich nicht fahre, bin ich tot, Mann. Vielen, vielen lieben Dank an alle Fotos. Ja, okay, danke. Ich hab gar keine Maske. Du musst draußen warten. Du darfst nicht mitkommen, ja? Bin gleich wieder da. Ja, Kim, wir müssen zum Klamottenladen. Warum? Ich hab keine Maske bei, Mann. Okay. Siehst du, da bin ich wieder. Wir sind schon mal drin, ein bisschen hinten, ne? Alles klar. Wo ist der Klamottenladen? Die haben den umgesetzt. Hier die Straße runter. Nee, die haben den umgesetzt. Ja, die Straße hier runter, nach links. Einfach nach links? Ja. Drittnächste links rein. Mach das. 5. 7. 7, ja, 3, ne? Jetzt, ja. Guck mal, der lenkt ja richtig beschissen, Mann. Und jetzt wieder rechts. Erstmal links. So, wir sind schon links gefahren. Ach so. Den kannst du doch einparken. Kann ich das? Letztes Mal konnte ich das nicht. Hoppala! Packst du den ein? Hoppala, falsche Auto. Was ist da los? Kurz hier, mein ich geh mir schnell eine Maske holen. Alles klar. Mit dem Auto fahre ich auf gar keinen Fall, man, der lenkt ja gar nicht. Dann fahre ich lieber hier mit dem Papo 10 wenig.
Mit den kaputten Pilagrid. Jetzt passt das auf. Dann weiter, ne? Geht damit. Was machst du denn da? Mal ich dir nicht. Du siehst aus wie ein Waschbär, Mann. Ja, wie ein kleiner Räuber. Wie ein durchgeknallter Waschbär. Das sind die Growth Tree der Natur, ist das. Na, der an, ne? Ich muss mir selber auch einstellen. Schau mal. Ich brauche eine 170. Bevor ich anfange zu hacken, fang muss jetzt ich kein riesen Ding an jetzt. Die sind verrückt, die Leute. Schreiben die so ein Quatsch hier. Ich hoffe, ich lieber ein Eis davon. Du meinst ein 1070, oder? Ich habe ein 970. Der muss da auch reichen. Dicker. Nee, oder er hat sich eine Waschbärmaske. Gibt's mir einen Schlüssel? Also, ja. Nur so zur Sicherheit. Warte, ich geb dir beide. Okay, doch. Ja, reich. Den anderen hast du schon. War das denn Wartemusik? Ja. War die Pump-Aufpump-Musik, Digga. Auf geht's, get mal. Shit, Alter. Oh, mein Augen, Mann. Guck mal, was ist hier ganz schief hier laufen. Erstmal eins zahlen. Moment, ich muss erstmal eins zahlen. So, ich mach das jetzt alles mit den Rücken zur Automaten, weil ich bin Profi. Hast du schon angefangen? Ja, klar. Ich bin bei Ausraum, Mann, was? Pack mal. Ich bin mal gespannt, ob die wieder hier reingestürmt kommen. Pump up Musik! Mal ein bisschen Spannung hier reinbringen, ja? Ich fühle mich wie im Phantasialand, jetzt müsste ich auf den Achterbahn warten, Mann. Jetzt bloß nicht die Hände. Sagst du über mein Kontostand? Ja. Etwas mehr Weg als Schimmer, Alter. Da wette ich mit dir. Nee, ich bin arm. Digga, ich bin richtig arm, Mann. Ich hab noch 70.000 Schimmer. Du hast mehr als ich. Puh, Alter, erzähl dir nur eine Scheiße. Ich hab 15.000 noch und die hab ich auf der Hand. Im Portemonnaie hab ich. Auf der Hand hab ich ein Taschenlampe. Das sind noch Zimtreste von Cinemini. In mein Gesicht, ne? Jetzt müssen wir gleich Fast and Furious machen, ne? Ja, halt, ich habe ein extra Gerät. Da sind so, ich muss dann bei dem Gerät den Tiere zuordnen. Den männlich und weiblich. Korrekt, deine Maske ist hässlich. Da ist dann ein Huhn und ein Hahn. Was mit meiner Maske? Ein Stier und ein Kuh. Und da muss ich den Linien verbinden. Gott, der Konter war richtig dreckig. Das hat extra der Curtis mir gekauft. Dann kann ich das nämlich auch mal mit den Automaten hier. Du musst dich ja auch noch wehren können. Das ging da einfach. Hast du die Schuhe eigentlich von Teasers geklaut, Alter? Nee, wieso? Gefallen sind dir? Nee, Mann, da klebt Kacke da dran, da siehst du das nicht? Ja. War bei dir im Vorgarten vorhin, bin ich reingetreten, was soll ich machen? Ja, halt, sorry, Maske, Mann. Vergessen, wir haben doch alle eine Maske. Dieses Klopapier ausgegangen. Guck, da ist der Raccoon. Ich bin der Rakim. Hast du keine Zeitung da gehabt?
Zeitung, Mann? Ja, Mann. Hast du die ganze Tinte am Arsch zu hängen, Alter? Ach. Nehmen wir mal die Zeitung aus dem Briefkasten, hebe ich auf, stapel ich zu Hause. Deswegen ist meine Zeitung immer weg. Ich hab gedacht, der bringt mir keine mehr, weil ich ihn verprügelt hab. Ich nehm die immer erst, wenn die fertig gelesen hast und kein Schild war. Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum da kein Balken ist. Alter. Jetzt aber genug Spannung, Alter. Wo bleiben die Bullen, Mann? Ich glaub nicht, dass da einer kommen wird. Warum? Level jetzt. Naja, so viele wie hier im Automaten stehen, sind im Start. Ist das denn ernst? Ja, Mann, voll kacke. Können wir knicken. Können wir ja gleich wieder einzahlen. Also. Also, wo wir angefangen haben, das war. Das ist ein Ei, das gehört zum Huhn. Da ist Mitch, das kommt bei den Kuh. Das Stroh, das gebe ich dem Esel. So, pass auf, ich zeig dir das jetzt, wie es funktioniert. So und so, guck mal, siehst du das, Bella? Ja, genau. Kaltos? Ja, und warum muss ich mit an deinem Automaten stehen? Zu wem gehört den Vogel AA? Oh, 19.000 habe ich bekommen. Vogel AA, Mann? Ja, Mann. Zimmer. So, und wer am wenigsten Geld runterholt, erzählt einen Witz? Ich hab mal 16. Okay, du bist unter mir schon. 19. Ich, oh, ich hasse euch, mein Alter. Ich kann keine Witze erzählen. Und du? 17. Ah, du Lappen, Carlos. 17.026. Ach, leck meine Eier, Digga. Carlos, wir hören. Auf zum nächsten, was? Aber dürfen wir das überhaupt? Was denn? Den Automaten machen? Dürfen wir nicht? Warum sollten wir das nicht dürfen? Ja, sind denn überhaupt Polizei da? Ja. Ja? Ja. 5. Ja, okay, dann geht das auch klar. Weil der meinte nur, wir sind im Start oder so. Machen wir erst den beim Baron oben? Können wir machen. Carlos fährt. Ne? Die haben 2 Platten vorne. Nee, nur einer. Nee, auf beiden Seiten. Also bei mir zumindest. Dann liegt das an meiner Brille. Ja, muss nochmal zu den Vielmann gehen. Holy fuck, man, das mit den Augen geht mir richtig auf die Nerven, ne? Oder? Glaub ich dir. Keine Ahnung, wovon das jetzt kommt, ne? Ist das bei dir, dass das eine Zeit lang normal ist und dann kurz stehen bleibt? Also die Augen? Ich sag's, ob du ganz schnell blinzelst immer. Okay. Ich hatte das vorhin auch. Jetzt ist es weg. Das ist ganz komisch. Wir müssen eh warten. Wie lange? Naja, so 5 Minuten mindestens. Also wir könnten bei der Baronschaft vorbeifahren und Mittelfinger zeigen. Die Quick and Drag Tanks, die denken, das wird Waffen. Guck mal, Carlos denkt schon wieder, wir reden über ihn, weil wir gelacht haben. Seid ihr auch Pisser, ne? Ich hab gesagt, wir fahren bei der Baronschaft vorbei und zeigen Duplo. Guck mal, Carlos, Schatten sieht aus wie ein Ninja-Turtle. Ich fahr immer, ja, Mann. Alter, ich fahr immer die Mülltonnen um, Mann, Alter, die regen sich immer übel auf, Mann, Digga. Bist du Lutsch, mein Bello? Bello, Mann, Digga? Ja, Mann, der Ninja-Turtle-Cousin von Donatello, Lutsch, mein Bello. Der Dieter, ne? Ach du Shit, Mann, Alter, du, ey, da bin ich voll raus, Mann. Du hast kein Ninja-Turtle geguckt? Doch, Mann, was? Alter, aber das ist doch von den Neuen, oder? Oh, Mann. Nee, Mann. Du bist doof, Mann. Du bist Lutsch, mein Bello. Ey, Digga, das sagt, ey, Mann, ich hab das auch geguckt, wollte mich verscheißern, Mann. Elena! Kennst du nicht den Cousin von Donatello, Mann? Der Cousin von Donatello, Mann. Hä, Mann, nein, Alter. Mit hat dir? Ach, leck mich doch, Alter, wisst ihr? ihr seid kleckige Pisser, seid ihr, Alter. Erkennst du nicht den Cousin von Chip und Chap? Schupp?
Und den Cousin von Carlos, Vargos. Geh mir Affe, Alter, ohne Witz. Der schubbert immer über den Boden. Du heißt doch Carlos Blue, ne? Nein. In einer Parallelwelt gibt's bestimmt den Vargos Yellow. Richtig geil, ja. Läuft bei dir? Du hast halt viel Angriffsfläche, Bruder. Hätte ich als Medizin lieber liegen lassen sollen, hätte. Ja, ne, dann wärst du jetzt nicht in der Scheiße, ja, Mann. Oh, warte, wärst du doch lieber bei den Ampullen geblieben. Ne, bei mir ist illegal. Ja. Er lügt. Guck mal, er tippt noch nicht mal. Lugner. Warte, ich klopfe das Geld raus. Oh, das war nichts. Warte. Bam! Kam nichts raus. Jetzt ist hier alles voller Blut. Du sollst ja auch nicht mit dem Popo zuerst dagegen springen. Ich muss dir gleich wieder an deinem Automaten helfen, der vollgeblutet ist, oder was? Ich kümmere mich. Der heißt Carlos Blue eigentlich. Das ist ein Geheimname, der war mal Agent. Der war mal Medizinmann, der hat mir immer geholfen. Du musst trotzdem essen, PJ, ne? Und wenn du krank bist, gut, ne? Der Körper braucht das. Ja, hast du nicht gesehen, wie wir gerannt sind? Mann. Du wirst mit Hühnersuppe. Wozu habe ich Informatik gelernt, Mann? Mach's gut, Illegro. Schlaf gut. Hör was Gutes. Zu erzählen. Wir warten. Tastatur DD-Strip. Abgefuckteste Witzeerzähler, den es auf diesem. Egal, du redest doch immer so gern. Ich rede so gerne. Ja. Ach, leck meine Eier, Alter. Hast du nichts dagegen? Irgendwie Power Z-Mode oder so. Ey, ja, Mann, Business, Mann. Dicker Business. Denn nur eine Wundermedizin, mein Freund, das ist Cannabis. Hilft gegen alles. Das hat Vorteile. Sogar wenn du blutest, musst du einen Kiffeln, dann blutst du nicht mehr. Das funktioniert wirklich. Dann wächst den Wunde zu, ganz plötzlich. Hey, Raki, sei mal nicht so stumm hier. Was sagst du? Du bist so stumm, Mann. Ja, was soll ich sagen, ne? Darf nichts ausrauben, also bin ich traurig. Ach, du hast ja nicht mal. Doch, du hast Informatik studiert, ne? Ja, doch, ja. Aber ich kann das trotzdem nicht. Davon könnte so ein Gerät bekommen, da ist auf der linken Seite irgendwas und auf der rechten Seite kommt ein Bild. Du, mach dir nichts draus, ich kann das auch nicht. Ich habe Carlos seine Karte kopiert und mir seinen PIN abgeschrieben. Wenn wir hier dran stehen, buche ich immer bei ihm einfach Geld ab und sage, ich habe das Ding gehackt. Sei gut, dass ich kaum Kohle habe. Ja, was meinst du? Ja, das wollte ich gerade sagen, frag dich mal wieso. Hast du wirklich kein Geld, Carlos? Nein, Digga. Soll ich dir was abdrücken? Nein, als Schick, ich schulde Big Mama noch ein bisschen was. Wie viel schuldest du denn ihr, wenn du ein bisschen sagst? Na, sie hat mir 3 Mille gegeben und ich habe hier schon 1,5 zurückgegeben. Ich weiß nicht, wie das war, Mann. Ich habe einfach von den Weißen, der mit den Brille so Italia, Alter, und Taschenrechner in der Brusttasche, ich habe den verprügelt, seine Arbeit genommen und meinen Namen drauf geschrieben. Ja, kann und dann habe ich den Informatikschein bekommen. Der sich fährt wie ein fucking LKW, Mann. Der hier? Ja. Nee. Der ist mega scheiße, Mann. Der ist gut, der Italiener ist, Mann. Der ist kacke, weiß. Mann, der Scheißauto. Nee, ist er nicht. Der ist richtig. Doch, Mann, meiner ist viel besser. Nee. Der hat gar keine Kurvenlage, der Scheißwagen, Mann. Komm, wir machen Rennen. Da kannst du nie fahren. Der lenkt gar nicht so. Fahr mal mit dem Tempesta, weißt du, wie der auf dem Boden klebt, Mann. Das kannst du gar nicht vergleichen. Nee. Immer noch. Stehen wir eigentlich jetzt halt hier so rum, Alter? Wir sind so blöd. Ja, sobald es funktioniert, fahren wir zum anderen Automaten. Ja, ja, richtig. Genau. Ja, dürfen wir das überhaupt mal, Alter? Wie, was? Ja, das dürfen wir ja nicht, oder? Was denn? Wenn du siehst, dass du wieder hacken kannst, steigst du einfach in dein Auto und fährst los. Du sollst nicht irgendwie loslegen, Digga, du sollst einfach nur gucken. Chill mal, Alter. Wir dürfen doch eigentlich gar nicht mehr, oder? Weiß ich nicht. Darfst du nur einmal? Nein, Mann. Boah, du bist so blöd, Alter, ey, ohne Witz. Sind zu wenig Bullen am Start, Mann, Alter, Digga. Wir dürfen eigentlich gar nicht mehr. Ja, wenn wir nicht dürfen, dann können wir das sein lassen.
Digga, müssen mindestens 8 Polizisten am Start sein. Aber für ein ATM knacken? Ja, wir warten sonst. Für einen Bankraub, Mann. Für die großen Bankraub. Denk mal, ein Bankraub ist größer dann. Das ist unten der Tresor. Hä? Jaha. Seit wann kann man das machen? Nee, das. Seit wann kann man eine Bank ausrauben? Seit da Geld liegt, du Holzkopf. Ne, seit. Sorry, Alec, mein Eier, Alter. ATM ist ATM? ATM ist also nicht wenn 8 Cops am Start sind, nein? Nee. Okay, nur wenn ihr das sagt. 8 Cops für großen Banküberfall. Für großen Banküberfall. Geht das überhaupt? Hast du das schon mal gemacht? Teil Homo, Alter. Also, dazu bräuchte das ja Bankmitarbeiter. Ja, aber wozu gibt es denn diese dreckige Regel, Alter, wenn man das überhaupt nicht machen kann? Das ist doch total dumm, Alter. Da fehlt mir die Logik. Weiß nicht. Was für Regel, Mann? Du meinst Gesetze? Die Gesetze, ja. Mann, Digga. Die Gesetze auf meinem Pipi tätowiert. Wenn du nochmal dein Kaugummipapier auf den Boden da schmeißt, ne? Na? Der hier. Ich hab nicht mal ein Kaugummi. Craig, du Schwein, ja, Alter. Hol das da raus aus meinem Fußraum. Was da? Ja, ich mein, da in dem Fußraum. Das ist nicht meins. Du holst ihn da raus jetzt, sonst läufst du nicht. Der Haufen unter dem sitzt doch, das ist meiner. Soll ich anfangen? Oder wollte zu den anderen zurück? Ja, wer will da noch? Okay, keine Ahnung. Einer ist noch da, einer hat den, ne? Dann mach ich jetzt. Ja, du musst warten, ich kann noch nicht. Ich kann schon. Ah, jetzt kann ich auch. Okay, dann mach. Na dann. Na, wir können alle. Da sind ja nur 2 Automaten da. Ja. Aber so blöd, Alter, warum sind wir nicht zurückgefahren? Wohin? Na, soll ich abbrechen? Nee, na, dann kannst du jetzt gar nichts mehr machen danach. Doch, oder? Doch, dann kannst du. So. Was meinst du, in den großen Bank? Ja. Die Automaten sind doch leer jetzt, Mann. Was denn du? Ja, mach doch weiter, was machst du da? Alter. Sieht doof. Da war doch noch ein Automat. Der hat nur Schwänze im Kopf, ne? Wow. Du hast gesagt, mal. Du hast gesagt, du bist auf dem Zug, geht. Mann. Wie geiler finde ich, dass ihr keinen Schlüssel habt oder Teil. Also Bella, du kannst dir Zeit lassen, er kann ohne dich nicht abhauen. Wir sind so eine Dorftrottel, ja, Mann. Du bist doof, Mann. Wir haben den Schlüssel getauscht, unser Team. Ich hab den Schlüssel von Rakims Auto. Oh mein Gott, kommt doch eh keiner. Die Bella ist schuld, Mann. Nee, da rechts von dir kommen sie. Oh. Verarscht. Ja, siehste. Ich wollte nur gucken, ob du losrennst. Vielleicht renne ich los. Der mal rechts über die Schulter guckt, man, da ist doch nix. Guck nach vorne. Ich bin so ein bisschen paranoid. Ja, manchmal. Da kommt nix. Was ist da los? Oh Mann, das ist das Dings, Alter. Das Carlos. Ist der Carlos, wo hat er sich versteckt wieder? Der stand um. Du Ratte, du. Hast du gedacht, die Cops kommen oder was? Ich hab mich umgeguckt, Mann. Fluchtreflex. Geil. Bei jeder Sirene, Mann, sofort. So, wo fahren wir dann hin? Auf dem Highway jetzt wieder? Ich hab mal Fernsehen geguckt, ne? Dann ging die Polizeisirene in dem Film an, bin ich hinter das Sofa gesprungen. Ja. Wir müssen ja ein bisschen Zeit tot kriegen. Meine alle, die gefordert haben, ne? Wir kommen in der Dingsuhr und fuck. Ich mach die Zeit tot. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zugucken. Auch wenn wir nicht ganz so intelligent sind wie den Curtis. Der ist 2 Jahre Schule. Oh, jetzt kommt aber wirklich ein Auto hier. Ach nee, doch nicht. Hallo, das zieht eh. Ja, ne, Shorty, du Verräter, du. Lass uns in Stich rein, Stichlässer. Ich bin der Erste, der rennt, wenn er die Cops sieht. Das glaube ich dir sogar.
deiner hässlichen Maske finden. Ey, hörst du den Overwatch? Was für ein Mann? Overwatch? Was ist das? Edi, Metalldrache und so? Nee. Ich auch nicht. Kunde, Alter. Carlos hat sich schon wieder in die Hose gemacht. Zum Glück steckt die Hose in den Socken. Ey, weißt du, das läuft da rein? Das ist wie Kaffee, Mann. Das wird gefiltert. Ich werde dir genau erzählen, was passieren wird. Die werden uns sehen, sehen, dass wir grün sind, werden sich wieder verpissen, Alter. Ohne Witz. So ist es die letzten Male auch gewesen, Alter. Die riechen deine Hose bis da oben. Ja. Ich glaube, die haben Anweisungen gekriegt, Digga. Die wissen doch, dass wir nicht unter vier Leute sind. Du musst erst die Gang-Unit kommen, Alter. Ja, das FAB mit den Paintball-Masken. Oh, fucking Dreck, Alter. Dahinter sind diese roten Bälle, die man sich, ey, in den Cops, Mund die steckt. Die Cops, los, schnell, Rakim, rein. Ich wollte nur gucken, ob Bella losrennt. Du bist richtig fies, Mann, ne? Kleiner Pisser, Alter. Carlos hat sich wieder in die Hose gemacht. Carlos, der ist schon wieder zum Auto gerannt. Stück Scheiße, Alter. Wie hast du rausgekriegt? 23.000. 29.000. Du bist scheiße. Du musst deinen Witz erzählen. Nee, hey, Carlos ist erstmal dran. Gar nicht wahr. Na klar. Gar nicht wahr. Ich kann keine guten Witze. Soll ich trotzdem? Ja, mach mal. Geht ein Schwein um die Ecke und ist weg. Ja, wenn dann über Funk, du Nase. Nee, du nicht. Du hast keinen Witz erzählt. Ich kann sowas aber nicht mehr, Digga. Ja, dann darfst du auch keinen hören. Wieso darf Bella nicht hören, oder? Bella erzähle ich dir jetzt gleich, während du hackst. Du. Jungs, wartet mal, lasst mich mal erstmal einfangen. Alex, vielen Dank für die Info. Du Hobbit. Hörst du auch? Ja, ha. Ja, Mann, aber wir so sind nur da. Los. Was ist los bei dir? Alter. Alles gut? Hab mal auch mal eben gefrühstückt. Was gab es denn, Reese? Ich hoffe, 10 Minuten. Der Lugenhugo, sein Arsch zieh ich immer noch aus dem Dreck. Der Craig ist ein kleiner Unruhestief da. Richtig, so wie Schoki sagt. Es gibt nur zwei Automaten. Du kannst ja nicht mit zwei Leuten einen Automat hacken. Das ist ja Schwachsinn. Der eine macht den ja leer, Mann. Was will der andere da was von? Hallo? So, Duke? Mhm. Vergiss das Trinken und Essen nie. Mach's gut, schau dir, Mann. Schlaf gut. Hat Spaß gemacht, Bruder. Bis morgen. Ich bin auch wohl ernährt und ich habe auch genug Flüssigkeit in mir, um diesen Abend zu überstehen. Der kippt gleich um, weiter. Mal gleich hört er auf zu hacken, weil er trinken muss. Kopfschmerzen. Oh. Fuck, Alter. Hör die Musik aus. Halt dein Schnauze! Ist das so laut, oder? Nee. Nein. Was meine ich da, Alter?
Try hard or die. Vielen Dank für dein Follow. Willkommen in der Group Seat. Und alle anderen, die dazugekommen sind, auch jetzt herzlich willkommen. Vom Checker, look, und damit gehören. War ich nicht hingeschlick? Holy fuck, man. Die ganzen Leute, vielen, vielen lieben Dank, man. Wir haben die 2K geknackt. Ihr seid bescheuert, seid ihr, man. Unglaublich. Verrückt seid ihr. Wir brauchen noch eine Streamfrage, ne? Wir haben noch gar keine Streamfrage. Einmal pro Stream bei den Kopfschmerzen gibt es immer eine Frage an den Chat, ne? Immer 2100 sogar? Holy fuck, Alter. Ist doch nicht mehr normal hier, was da abgeht. Kann sein. Last Action Mods. Streamfrage. Welchen ist der beste Parfüm? Nee, das ist doof, ne? Voll unnötig war der Frage. Aha. Ich habe einfach eine Parfümflasche gesehen, dann habe ich direkt so gefragt. Bei welchem Spiel habt ihr die meisten Stunden verbracht? Das ist eine gute Frage. Nee, ich verkaufe kein Studio. Danke dir, PJ. Hallo, der Robson. Schön, dir wiederzusehen. Ja, aber das macht keinen Sinn im Epidexis, wenn sich zwei an einen Automaten anstellen. Wie in echten Leben. Ah, da, guck mal, da kommt, boah, CSGO sucht dies Jahr. Mit den zwei, Mann. Bitte für drei. Witcher 3. Arma 3 habe ich auch die meisten Stunden. Farm Simulator, Echtbuzzer, Destiny. Snyder, ja okay, der Name macht Sinn, ne, FIFA. Chris auch FIFA. World of Warcraft. Counter-Strike Source, man. Das war noch back in the old days, man. Immer surfen. Rainbow Six Siege, Blacklight Retribution, Skill Special Forces 2, den kenne ich gar nicht, den Spiel. Tetris. Holy fuck, man, 4,2k Stunden Dota, bist du irre? Wow, holy shit, Bulsa, du musst ja richtig Geld verdienen mit deinen Gurken, ne? Holy shit, man, wie habt ihr alle so viele Stunden? Oh oh, der Fresh ist hier, ich muss aufpassen. Das macht er mich platt, man. Hukolo, da bin ich wieder. Hörst du mir? Ah, das hat man, ich habe aber bla 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 gemacht. Das kommt gleich. Hallo? Hallo? Ah, gut, hey, ohne Haber, bla bla. Ja, bitte? Da war ein Cop, Alter, der hat dein Auto geklaut, der ist damit losgefahren. Wo ist aber mein Auto? Ich hab ein neues Auto klaut. Wo ist mein Auto? Auf dein Auto. Keine Ahnung, Mann. Das ist B, Mann.
Das ist B-Mann, Alter. Was geht ab, B-Mann? Wo hast du mein Auto getan, Mann? Ihr braucht eine Abholung, Mann. Was geht, B? Habt ihr gerade die Automaten hier oder was? Habt ihr Mathematik gelernt oder was ist los mit euch? Ja. Scheiße, Mann, wer ist denn so schlau von euch, dass er so einen Automat aufmachen kann? Battlefield 2? Der Demba hat auch Battlefield 2 extrem viel gespielt, Mann. Zeig mal, wie das geht, Mann. Hallo? Keine Ahnung, was er schon gehabt hier. 1,6 Stunden Arma. Locker 4000 Stunden in LoL League of Legends. Wie kann man das so viele Stunden reintun? Ja, bitte, Buddha. Kannst du mir mal zeigen, wie man die Automaten macht? Ja, klar, Mann, guck mal. Ja, Carlos, kannst du gleich mit vorführen. Läuft. Sind doch nur zwei Automaten, dann bring du denen das bei, Carlos. Ach so, Mann, Digga. Wie hast du eigentlich mal ein bisschen Einführung gehabt, Alter, in Informatik, ey? Also, ich tu jetzt ein paar Knöpfe drücken, ja? Und was Knöpfe, muss ich Alter. Da jetzt eingeben, Mann? Guck mal, ich geb dir mein Gerät. Ich geb dir mein Gerät, das heißt extra für nicht lesen und schreiben, hat Kurtis mir gegeben. Frag guck mal, da links, ne, zum Beispiel, da ist ein Ei. Das ziehst du einen Strich jetzt zu den Huhn, ne? Siehst du das? Guck jetzt, kommt der nächste Bild. Da ist ein Stroh, ein Milch und ein Fußball. Was gehört zu den Kuh? Ich weiß nicht, Mann, das ist eine schwere Frage. Den Milch, Mann. Scheißendreck, jetzt ziehst du den Milch zu den Kuh, genau so, richtig. So, guck mal, was kommt jetzt? Da ist ein Gras, komm, ein ich helf dir. Tennisschläger und ein Wolke. Was gehört zu Rocky? Das, ist das so wie Memory-Spiel von die ja, Kuh, richtig, oder was? Genau, du musst nur richtig Scheiße, verbinden. Mann, ist wirklich so einfach mit den Hacken, oder was? Ja, das ist ein Spezialanfertigungsgerät, extra für mir. Die Scheißhaufen, die Kuh oder der Fuchsmann? Oh, glaub, ich nehme mal den Fuchs, Motherfucker. Ja, Mann, ist grün geworden. Siehst du, so einfach geht das, Bruder. Du brauchst nur den richtigen Equipment. Shit! Hot, hot, hot! Was King Pablo? Ja, wenn du so den Ding benutzt, was der Carlos benutzt, Mann, wo du lesen musst können, dann ist schwer, Bruder. Scheiße, Alter, rentiert sich das? Was krieg ich denn so aus dem Automat raus? 200, 300 Dollar oder 400? Ich habe eben 19.000 gekriegt, Mann. Und die haben hier 29.000 oder so bekommen. Jo, Craig, Mann, kannst du mal kurz ein Ich hab gedacht, da wäre der Football. Aber ich sitze hier gerade auch am Automaten. Ich glaube, das könnte sogar eine 6 werden, Mann. Macht ihr da Pärchen-Hacking? Was macht ihr da, Bella, Mann? Ich muss Bella helfen. Die kommt alleine nicht klar. Bella war nicht so ein Scheiß, Mann. Doch, Mann. Bella, was war das Ergebnis von deinem letzten IQ-Test? Meiner? Ich hab eine 1 gehabt. Ich hab eine 1 plus sogar gekriegt. Du hast echt ein 1 plus gebogen. Scheiße, ja, Alter. Ja, Motherfucker, Mann. Ich weiß nicht, Mann, wenn ich so weitermache, ich könnte vielleicht sogar einen IQ von 6 bekommen, Mann. Oh, 6 war verdammt schlecht, oder? Dann bist du ja klug. 6 war in der Schule das Schlechteste. Warum denn? Na, 6 ist doch schlecht, oder? In der Schule? Keine Ahnung, ich war nie da, Mann. Morty hat mir erzählt, 6 ist schlecht. Ja, Motherfucker, jetzt mal ganz ehrlich, ich werde vor dir die Geld aus die Automaten rauskriegen. Wir machen jetzt ein Wette, Mann. Die Verlierer, ne? Wer am wenigsten rauskriegt, erzählt einen Witz. Wer am wenigsten rauskriegt, erzählt einen Witz. Ja, ich kann richtig. Aber keinen Witze machen, Motherfucker. Ich kenne keine Witze, Mann. Ich kann mir das nicht merken mit meinem Erdnüsschen. Ja, wie dann solltest du nicht verlieren? Dann sorg dafür, dass du viele Bilder richtig machst, Mann. Scheiß den Dreck, Mann. Das ist ein benutztes Kondom und das andere noch ein verschlossenes, oder was ist das, Motherfucker? Ja, du musst gucken, welches zu Bella gehört. Was? Alles gut, Schätzchen, mach weiter. Aber jetzt mal ganz ehrlich, so, was soll ich da drücken, Mann? Keine Ahnung, Bella, das offen oder zu? Das Kondom, das sieht schon echt ekelhaft aus. Du? Das zu. Ja, Mann, sie sind eine Stufe weitergekommen. Scheißen Dreck, Mann! Ich hab's drauf, Mann. Aber ich glaube, da wären alle richtig. Ob
du wirklich richtig stehst. Es ist du, wenn die nächste Bild aufgeht, Motherfucker. $20.383, Motherfucker. Boah, das ist ein fetter Highscore auf jeden Fall, ne? Ich hatte über 19.000 Punkte. Ja, Craig, überleg dir schon mal einen guten Witz, Motherfucker. Träum weiter, Bi. Träum weiter. Was? Ich bin fertig, Motherfucker. Soll ich euch meinen Witz erzählen? Ja, klär mal. Bruderschaft. Bruderschaft? Ja, was gut. Was verpasst, Motherfucker? Ja, Mann, wie Bella hat's verstanden. Klär mich auf, Mann. Ich will mitlachen, Mann. Die Bruderschaft ist ein Witz. Oh, zieh dir warm an, Lil B. Ich glaube, in den Automat war mehr Geld. Wie viel hast du bekommen? 21.685. Ja, ich hätte ohne Witz, Mann. Du sagst mir sofort die Wahrheit, Mann. 21.685. Wie, Mann, du erzählst einen Witz, mein Freund. Und scheiß Dreck, Mann. Kannst du bei der Fahrt machen. Ich fahre nicht. Wenn ich jetzt Autofahren und einen Witz erzählen muss. Also kein Multitasking? Scheiße, ich bin froh, wenn ich überhaupt das Autofahren hinkrieg, Motherfucker. Oh, mach mal Fenster runter, hier drin riecht es ja wie ein Kuhstall. Anschneiden. Hab ich schon gemacht. Aber ohne Scheiß, Mann, ich hab keine Ahnung, was ich für einen Witz erzählen soll, Mann. Sieht das aus wie mein fucking Problem oder ist das dein? Ja, Bullseye, wir kennen. Oh, fuck! Wo wollten wir hin, Mann? Ich weiß nicht. Zu den Bankautomaten müssen wir jetzt Pause machen, ne? Ja, ich kann oder noch. Kann noch jemand? Ja, mir. Ah, ich sehe schon, Mann. Die wollen ein bisschen Privatsphäre haben, Mann. Nee, ich glaube, die wollen zu den Bankautomaten. Ich weiß nicht, Mann. Kommt so eine Frau zu die Urologe, Mann? Sagt die zu die Doktor? Doktor, ich in Not, Muschi jucken, Muschi rot. Und dann sagt die Doktor so ganz genervt so, ja, nehmen Sie mal die Salbe mit und kommen Sie einfach in 2 Wochen wieder, das wird wieder zurückgehen. Holy fuck, du fährst in Wendel. So ein Tag später, ne, die Alte, die kommt schon wieder zum Urologen und macht einen richtigen Aufriss, Mann, und sagt dem Motherfucker so, Doktor, ich in Not, Muschi jucken, Muschi rot. Und die Doktor sagt dann halt total abgenervt, ja, dann nehmen Sie Rattengift. Schickt die Frau wieder nach Hause und die kommt so 10 Minuten später wieder zurück und sagt, Doktor, ich in Not, Muschi jucken, Hass im Tod. Was sagen? Ich glaube, das war die Witz, Motherfucker. Ich hab den nicht verstanden, der war zu schlau für mich, der Lied. Okay, du erzählst nie wieder Witze, wie. Das hab jetzt immer gewonnen. Mir fehlt da wirklich, sag ich mal, so ein bisschen die Gehirnzellen, mir sowas merken zu können. Ist das Vin Diesel? Erzähl weiter. Wenn ich dir $5 gebe, Motherfucker, kannst du einen guten Witz erzählen für mich? Der Puter de Merde, natürlich! Lady, komm mal rüber hier. Boah, Alter, Digga, deine Stirnbänder sind voll Puter de Merde, Digga. Ja, komm, sag dir. Das ist ein Hohlkopf, das schallt ein bisschen. Ach du, das hab ich falsch verstanden. Ich kenn nur schlechte Witze. Scheißdreck, Mann. Oh, fuck, der ist Mann. Genauso schlecht wie du. Haben wir da drüben jemanden, der so einen guten Witz machen, kann sich $5 verdienen, Mann. Alter, nein. Scheiße, Mann, das sind alles keine Scherzbeute, so wie der ist, glaube ich, ein Clown. Guck mal, der ist geschminkt. Wir nehmen nur nicht von jedem Geld. Das liegt daran. Warum seid ihr so ernst drauf, Motherfucker? Ich will nur einen Witz hören, Mann. Ich gebe dir $5, Mann. Also ich nehme von jedem Geld, aber ich kenne keinen Witz. Warte, ich kann im Handy suchen. Nach einem guten Witz. Fuck, Alter, Digga. Verstehe ich nicht. Junge. Soll ich mal nach Geld gucken? Ist das dein fucking Herz, Mann? Ja, Mann. Ich bin der verrückte, diebische Waschbär. Ah, jetzt sind sie... Oh, guck mal. Klo, Junge, sitzt da gerade. Wir können nicht mehr den Automaten aufmalen. Fuck, Alter. Habt ihr gehört?
Wir können den Automaten nicht mehr aufmachen, ne? Warum, Mann? Mein Gerät kriegt keine Verbindung mehr, weil zu wenig Cops im Internet sind. Ja, ich hab schon gesehen, Mann, Digga. Unser Server hat zu wenig Connection Points. Wollen wir Mais-Schnaps oder so machen? Also nicht machen, Mann, Digga, sondern... Ja, okay, wenn wir den nicht machen. ATM's gehackt! Nee. Ja, komm, lass uns mit hinter Neo und Dings hinterhergehen. Warum bist du so unentspannt, Mann? Musst du mal eine Runde vögeln gehen oder was? Ich kenn deinen Laden, Mann, wo du ein bisschen Druck ablassen kannst, Mann. Ich bin nicht gut zu vögeln. Oh ja, PJ, mir ist auch voll heiß, Mann. Digga. Alter, was geht mit dem Motherfucker ab? Sollen wir dem ein bisschen Frankenstein geben? Der ist ein Hohlkopf, Mann, das schallt, hörst du doch. Ey, böse, Mann. Komm, wir zünden das Ding mal an, Motherfucker. Mal gucken, wie der drauf ist, wenn er mit Frankenstein geraucht hat. Was? Was mal rüber, irgendwie. Nimm mal das Ding, Motherfucker, und jetzt nimmst du einen ordentlichen Zug, Mann, damit du ein bisschen entspannter wirst, Mann. Okay. Ich mach auch mal einen Tüter an, Jungs. Verdammt feucht dann, ich will da nicht mehr dran ziehen. Das war Absicht, jetzt kann ich ihn behalten. Kannst du allein rauchen, Motherfucker. Ich sag dir bei eins, ne, wenn du das ganze Ding weghaust, Mann, läufst du so rum. Frankenstein, ne? Okay, ich weiß, ihr habt es nicht anders gelernt, aber nennt mich nicht Motherfucker. Ich nenne euch auch nicht Niggers, Nigger. Ja, hat er gerade zu uns Nigger gesagt, Motherfucker? Glaub ich ja. Auch, ne? Oh, ich bin selber einer, ich darf das. Boah, jetzt hab ich meine Ohren, du kommst, du nimmst jetzt mal deine scheiß Hände hoch, Motherfucker, esse oder wie man das auch immer sagt, Mann. Herr du kommst Dero, jetzt Digga. Mal mit, Mann. Du Herr kriegst Dero, jetzt, du kriegst beruhig jetzt dich, der ist selber ein Kakaopulver. Stotter nicht so! Der kriegt ich stotter jetzt, auch Mann. Nicht! Du kriegst jetzt einen Kiezklatsche, Motherfucker, komm mit, Mann. Was? Ich versteh kein Wort, was krieg ja, mach mit dir Detroit Sidestep, Bruder. Was? Ein Sidestep? Ja, Mann, Detroit Sidestep bekommst du jetzt. Ja, los. Detroit Sidestep, Motherfucker. Alles klar, ich bin dabei. Wo muss ich einsteigen? Da, bei dem Inder. Zerleg dich, Motherfucker. Ich weiß doch nicht, wer der Inder ist. Der da hinten an der Rolltreppe, Mann. Zeig mir deine Hände. Bist du taub? Zeig mir deine Hände. Du Weißbrot, Mann, komm rüber, Mann. Ich zerleg dich, Mann. Ich zeig dir Detroit Sidestep, Mann. Ich weiß nicht, wo ist denn das Weißbrot? Der ist da reingegangen, hier rechts von dir, Bruder. Da musst du rein. Wo ist das Weißbrot? Was für ein Weißbrot? Ja, ich weiß nicht. Ich dachte, hier ist ein Weißbrot. Komm runter, wie? Der hat wirklich jetzt zu viel von dem Frankenstein gebraucht, Mann. Ey, jetzt aber reicht es, ne? Hast du Bock auf eine Schlägerei, Mann? Ordentlich gepflegte, Mann. Ich zeig dir die Detroit Sidestep, Mann. Ja, ey. Ich brauch, Ich hab mich noch nie geschlagen, seit ich hier bin. Wenn du genug hast, Motherfucker, sagst du einfach genug und das ist gut, Mann. Alles klar, Motherfucker. Hier. Jungs, ich geh pennen. Mach's gut, Bela. Nacht, schlaf schön. Ihr auch. Hey, B, du musst ihn auch angucken. Wie macht die Toy Sidestep? Was tun die, Alter? Ich hab keine Ahnung. Die kämpfen telepathisch. Ja, jetzt mal ehrlich, Mann. Hat der zu viel Frankenstein geraucht oder was ist los mit dem? Was ist los mit euch beiden? Seid ihr sauer auf die Wand? Sag mal, sind die... Ich bin mir nicht sicher, ob ich sowas in meiner Kamera zeigen darf. Das ist zu brutal, Mann. Ich hoffe, du hast FSK 18. Holy fuck! Der nimmt den auseinander! Was geht ab, Mann? Das ist fucking Neo, Mann! Lass mal weg hier! Der ist aus Matrix gekommen, Mann! Stellt euch doch mal... Die kämpfen auf einer ganz Abend im Leben! Setzt euch hin! Setzt euch und dann könnt ihr euch prügeln danach! Nee, Digga, müsst du auf der Straße machen! Das wird hier nicht, Holy Achso, fuck, das Mann! Das kann auch sein! Ja, du bist gut! Du bist gut! Das erinnert mich irgendwie an Frauen, die sich prügeln wollen und dann doch nur kratzen! Wer hat das gesagt? Der Linke. So, Motherfucker, jetzt zeig ich dir mal, wie ein ordentlicher Detroit Sidestep von aussieht. Von dir aus. Okay. Alter. Was geht mit dem Motherfucker ab, Alter? Oh, Entschuldigung. Was ist los mit dem, Alter? Ja, Entschuldigung, deine scheiß Fresse sah so kacke aus, da musste man reinhauen.
Ich weiß nicht, wo ihr euch prügelt, ne? Ich weiß es doch auch nicht! Hey Jungs, Jungs, ihr müsst nicht nur die Fäuste hochnehmen, ihr müsst auch zuschlagen. Streckt mal die Arme aus dabei. Hier kommen gleich die Bullen, das wisst ihr, oder? Ja, hier ist alles voll gut, Bruder. Ja, was geht mit dem Motherfucker ab, Alter? Der ist wie Neo bei Matrix, Mann. Ich glaube, das wird so nichts. Ja, hast du genug jetzt oder hast du genug, Mann? Ich glaube, der hat genug. Guck dir den mal an, Mann. Der hat so viel Prügel bekommen. Ja, unentschieden. Jetzt hab ich den ein oder zweimal getroffen, Mann. Ja, bestimmt 500 Mal. Ja, 600 Mal, Digga. Nein. Scheiße, Mann. Ihr seid doch parteiisch, Niggas. Nee, Mann, ich bin voll unparteiisch, Bruder. Ey, ich will jetzt ohne Scheiß, ne? Ich hab irgendwie das Gefühl, dass der unbesiegbar ist, Mann. Ich hab eher das Gefühl, du bist unbesiegbar, Bitch. Wollen wir mal ganz kurz gucken, ob der kugelsicher ist, Mann? Ey, wie der Bitch so gesagt hat. Ich bin unbewaffnet. Guck mal, der hat Löcher in die Hose, Mann. Du kannst was ihm dann nicht wehtun. Was macht die denn da? Ja, ey, ich bin ein armes Schwein. Wo steh ich denn? Hier, zack. Ich hab keine Ahnung, Alter, aber du bist auf jeden Fall ziemlich heftig unterwegs mit den Frankenstein, Mann. Was heißt die Frankenstein? Das Zeug, was du geraucht hast, Mann. Ah ja, das hat gut reingeknallt, Bitch. Jo, kannst du jetzt aufhören, mich Bitch zu nennen, Motherfucker? Wenn du mich aufhörst, Motherfucker zu nennen, Arschloch. Jo, Motherfucker, sag dem Motherfucker mal, warum ich zu dem Motherfucker sag, Mann. Pass auf, der Lil B ist ein richtiger Motherfucker. Ist er hingekommen, ist hat den Typen kennengelernt, weil der kein Wort Englisch konnte. Und der hat dem beigebracht, dass man oft Motherfucker sagen muss, weil der selber oft Motherfucker gesagt hat. Hast du verstanden, Motherfucker? Ja, aber... Ich weiß doch, warum der Motherfucker dich Motherfucker nennt. Hast du verstanden? Ja, ich verstehe, Arschloch. War das richtig? Ja, das ist hingekommen, ja. Okay. Einigen wir uns auf diesen... Ey, Nigger! Boah, der Raum hier scheint ein bisschen. Ey, sag mal, sagt der zu uns gerade Nigger die ganze Zeit, Motherfucker? Der ist doch selber ein Kakaobohne. Genau. Und jetzt hört mal zu, Brüder. Ich will keinen Ärger. Und diese Leute da hinten wollten mir gerade Geld leihen, bevor ihr gekommen jo, seid. Lass mal kurz hier raus, Mann. Das halt wie, als wärst du irgendwie in dein scheiß Klohaus drin, Mann. Ist schon wieder so schlimm. Wo ist er denn, der Motherfucker? Das müsste ich auch jeden Lied rausnehmen, wo der N-Bombe vor drin kommt, Bloody. Solange ich das nicht selber droppe, ist das alles in Ordnung. Wie viel wollten die dir denn geben, Mann? 400.000. What? Niemals. Sie hat mir schon einen Vertrag geschickt mit der App. Warum haben die den nicht eingelöst? Weil ihr gekommen seid und nach einem Witz gefragt habt. Das ist natürlich ein sehr, sehr guter Grund, einen Vertrag fallen zu lassen, klar. Richtig gut. Ja, und dann auf einmal sagt der eine, der Chef von den Rockern ist, der eine war der Chef von Rockern. Der Präsident von Lost MC oder so. Ach, das ist kein Rocker, das ist der Motorradfahrstuhl. Scheiße, Alter. Und dann sagt er, oh, die haben ATM gehackt, lass uns abhauen. Ich sag, ja und? Wenn die den gehackt haben, ist das nicht unser Problem. Ja, das ist der Motorradfahrstuhl. Die Bullen sind dumm. Und dann sind sie alle abgehauen. Wir sind doch noch nicht mal am ATM dran gewesen. Ich weiß es doch nicht. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, Mann. Sag mal, kannst du sagen, dass du irgendwie Klo-Männchen oder sowas bist? Ja, ich war. Ist das echt so schlimm? Du hast auf Alter. Den Dixie-Klos aufgepasst, oder was? Nein. Kennst du die Pringles-Dosen, Mann, Digga, wenn die leer sind, Mann, Alter? Dann nein. Steckst du gerade deinen Mund rein, Alter, und dann machst du... Nee, ich glaub, du musst dem Motherfucker das mit Cineminis erklären, Mann. Ich glaub, ja, das Pringles kennt der nicht, Mann. Fuck, Alter. Ey, Nigga, ich esse Chicken Wings. Du musst die Beinchen essen, Mann. Ich weiß auch nicht, warum der Motherfucker hier gerade so verrückt ist, Mann, aber irgendwie ist der schon ein bisschen komisch unterwegs, Mann. Wollen wir ein Street-Credibility-Praktikum mit dem Motherfucker, Mann? Ja, erstmal muss er seine beiden Hände hochheben, Alter, damit wir unter seine Arme gucken können. Ich bin kitzelig. Ob ich hebe auf keinen Fall meine Arme. Ihr könnt mir am Sack greifen, aber ich kann euch leider nicht meine Achseln zeigen. Jo, Craig, Alter, haut einen Frankenstein-Dübel an, Mann. Alter? Trust me, das funktioniert bei Frankenstein automatisch, Mann. Bei
Weil da läufst du nämlich so rum, Motherfucker. Alter Schwede, das war aber ja nicht eine normale Tüte, Jungs. Das ist ja schon mehr eine Mega-Tüte, oder? Das war vielleicht ein Bon. So, hier, bitteschön. Oh, danke, warte, ja, warte, warte. Bist du vom anderen Ufer, Mann? Wieso vom anderen Ufer? Ich krieg Krebs. So wie du gerade bitteschön gekriegt hast, Alter, haben sich mir alle Haare im Nacken hochgestellt. Hat dir nicht gefallen? Ich hab mich sofort mit meinen Vorderseite zu dir gedreht. Dankeschön. Krieg Krebs in den Ohren, Digga. Habt ihr Bier? Kurz Angst bekommen. War's echt so lang für Schuhe? Motherfucker, wirkt das Frankenstein schon? Ich brauch ein Bier, mein Mund ist voll trocken. Was echt so lange für Schuhe? Was? Hey, guck mal die Roten an, Alter. Wollt ihr mir nicht wohin fahren, Jungs? Lade mich voll. Habt ihr ein Bier oder nicht? Wollt ihr mir nicht woanders hinfahren, Craig? Also ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir noch ein bisschen was essen gehen sollten, Mann. Lass mal einsteigen, den Produkt meine... stehen lassen, Mann. Wir wollten dort Schnaps irgendwas meinen. Ja, ha. Ich brauch auf jeden Fall Essen und Trinken erstmal. Oh, fuck, ich auch, Bruder. Carlos braucht nichts. Nee, Carlos ist wieder voll versorgt. Er trinkt eh wieder nicht und kippt um. Mit dem Maul. Das Geile ist, wegen uns hat er jetzt die Kohle nicht gekriegt und jetzt lassen wir ihn stehen. Kennst du noch? Der hat die Kohle gekriegt. Willst du mich verarschen, Motherfucker, der Tank ist leer, Mann. Papi, Alter. Bist du blöd, Mann. Ganz ehrlich, einmal mit Profis, nur ein einziges Mal. Motherfucker, jetzt mal ohne Scheiß, Mann. Das so ein typischer Frankenstein hat, Mann. Aber ist nicht weit bis zur Garage. Der eine kippt um, weil er nicht... Oh ja, ich hab natürlich... Was ist da? Ist nicht weit bis zur Garage, 45, ne? 40, Mann. Was? Chicken ist drauf? Scheißen Fleck, Mann. Muss ich mir die Scheibe aus Mann. Kaputt machen, ja. Craig's ein... Hat der Craig's nur Rennst oder jetzt hin, oder? Zu hart? Moment, der geht ein Auto holen. Du, ich hab genug getrunken, ich kipp nicht um, keine Sorge. Oh, fuck, Alter. Rock Splash, Bruder. Ah ja. Keine Ahnung, der klang ein bisschen, als ob der in einem leeren Raum drin sitzt, ne? Gibt's Großraum-Taxi? Scheiße, Mann, die haben kein Taxi mehr da. Oh, wo ist der Beacon? Ah, da ist der. Bin vor dir, Mann. Holy shit, Mann, du hast ja kurz den Tarnum gemacht. Ohne Scheiße, ich hab dem Typen locker 800 Schellen gegeben, Mann. Digga, ihr seid die ganze Zeit mal hin und her gesprungen. Ihr seid zu intelligent für so einen Scheiß, Mann. Ihr habt auf einer ganz anderen Ebene euch duelliert. Digga, ihr habt immer diesen unsichtbaren Umhang umgezogen, Alter. Dann seid ihr, habt dann wieder ausgezogen, dann gezogen, Alter, weißt du? Ihr wart so schnell wie bei Dragon Ball, Mann. Alter. Man konnte gar nicht sehen, wo ihr hinhaut. Fuck, Alter. Scheiße, Mann. Ich muss das Auto runterrennen. Ja, ich glaube, ich lauf mal zu der Garage. Ich glaube, wir kommen hier sonst nicht weg, Mann. Wo ist denn die Garage, Alter, vorne? Ja, ich komm gleich wieder, Mann. Alpha Medium, da, Mann. Vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen in der Ghostit. Und alle anderen, die ich davor nicht vorgelesen habe. Ohne Witz. Natürlich auch. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid, Mann. Wir werden immer größer. Push Gang for Life, Bruder. Hast du den gehört? Reset, das sieht wieder. Ja. Du Pisser, Alter. Du dreckiger Pisser. Ich schwöre, wir müssen immer noch kaputt. Ja? Also. Ja. Alter. B ist in die Richtung gegangen, ne? Ich weiß, hast du B gesehen? Bart, nee. Was ein Wichser! Alter, da rückst du dir mal wirklich, Alter. Ist er in dieselbe Richtung gerannt wie ich eben? Ja. Oh, ich war ein Vollbart. Wer redet da? Da vorne ist er. Keiner? Doch. Einer redet wieder auf telepathische Weise quer über die Karte mit mir. Ist ja gut, Mann! Los, Kombi!
Fick dich, Mann! Holy fuck, Mann! Scheiß Auto, Mann! Geil! Na, ganz toll, Bier, da super läuft. Hast du mir einen Platten geschossen? Nee! Natürlich, Motherfucker! Bist du auch blind? Überhaupt nicht! Mann, vielleicht so ein, zwei Kügelchen, Mann! Da muss ich Kamine rausholen. Ja, meine hat einen Platten. Muss ich wenigstens nicht fahren, danke, Bi. Pisser, so, Alter. Ich wollte über den Dach reinspringen, aber ist gar kein Cabrio. Warum lachst du? Jo, Frankenstein regelt, Motherfucker. Baron-Karre, ne? Ich brauche noch Essen und Trinken. Stand, Mann. Ja, das war eine Baron-Karre, Mann. Alter, warum sind hier so viele Autos? Ist da einer drin? Wollen wir runtergehen? Ich brauche vorher Essen und Trinken, Bruder. Ah, fuck, ja, Mann, scheiße. Guck, du wirst wieder verdurstet. Nein, ja, nein. Maul. Du kannst nicht lügen. Alter, Maul. Der ist zu doof zum Trinken, ne? Alter. Natürlich. Was habt ihr vorhin so getrieben, Mann? Ach. Automaten. Na. Ja. Davor war Kopfschmerzenparty, ne? Ja, Mann. Böse, Mann. Jetzt glitschen wir ein bisschen hier über den Eis. Und gleich heben wir wieder ab nach Blockwood. Na, was wo treibst denn du dich rum, Rosa Busch? Oh Gott, nein, bitte nicht. Ja, das war die Frage, ja. Warum? Was wäre denn, wenn Curtis sei's? Jedes Mal ist ja ausgeraubt. Ja, Mann. Alter, ey, ohne Witz. Immer ist die Kasse leer, ne? Wo treibst denn du dich rum dann? Ja, das klingt gut, da können wir uns da treffen. An die Tankstelle oder was? Ja gut, ich... rein, aber nicht zu tief, Mäuschen. Woo! Raketenschuh aktiviert, go go Gadget. Sozialarbeiter fehlt, man. Was machen wir jetzt? Ja, da kommt der andere hin. Also ich chill jetzt, chill jetzt hier, Mann, und dann kommt erstmal Rosa Busch, Mann. Was? Guten Abend. Hallo. Ja, guten Abend. Kommst du nicht, mein Schnaps, irgendwas rein? Aktuell nicht, Mann. Ich muss kurz mit die Rosa Busch ein paar Sachen klären, Mann. Ja, okay, dann melde ich, wenn du das gemacht hast. Manchmal, gut, also auf jeden Fall, Motherfucker. Bis gleich. Wo wollen wir jetzt hin, Alter? Mal Schnaps gucken und dann vielleicht jemand den LKW abnehmen. Boah, fuck, Alter, dann sind wir nicht mit der fucking Karre, Alter. Butcher, bist du weg, Mann? Gute Nacht, Mann. Holzkopf, Alter. Vorne oder hinten? Vorne, ne? Don't do Alice. Ja, dann musst du jetzt fahren. Muss. Oh, okay. Na, Schlüssel haben wir ja? Ich hab mal einen Schlüssel. Ja, ne? Wer hat bekommen? Ich. Danke schon. Wow, hat geklappt! Nein. Mann, okay, passiert. Ich war vorne gewesen. Oh, solange ich rechts mein Duplo raushalten kann, ist alles gut. Das ist ein Carlos-Karre, ne?
Denk dran anschnallen. Bieg dich selber, Digga. Wer? Wie zwei Kinder seid ihr, ne? Ja, Mann. Warum? Halt doch nur Rakim die Mittelfinger in die Nase. Ich steck dir mal gleich meinen dicken Zeh in die Nase. Und wackel ein bisschen damit. Oh, fette Sitten. Mein Gott, was ist mit meinen Augen los, ne? Benny 22 sah, mein Freund. Schlaf gut. Träum was Süßes wie Ziniminis. Also den Opa vermisst man. Holy fuck! Alle angeschnallt? Ja, deswegen. Nein, ich hab mir ein bisschen verschätzt. Hättest du mal ein bisschen schneller fahren müssen. Warum? Carlos war nicht angeschnallt. Ja, ganz toll, aber es ist nicht passiert zum Glück, Alter. Mann, verfickt die Scheiße. Digga, ich sitze hinter deinem fetten Arsch, Alter, Mann. Da kann ich gar nicht dran vorbeifliegen. Holy shit, diese Augen, ne? Ja, irgendwas läuft nicht richtig bei dir, Alter. Ja, das ist keine Ahnung. Wie viele Freunde hast du denn, Digga? Unterschiedlich, Mann. Das hüpft immer hin und her. Na, ich hab 80, Mann, Alter. Das beißt sich ganz schön. Holy fuck. Warum fährst du eigentlich nur so Scheißkabel? Das ist total geil, Mann. Komm mal klar. Das ist der einzige Viersitzer, der ein bisschen. Der ein bisschen Zug hat, Alter. Außen sind die. Die leuchten so böse aus, ne? Oh fuck, Alter. Ist euch auch so warm, Mann? Oh, die Folge. Hey, hey. Doch, Mann, ist so irgendwie warm, Mann. Der Craig hat heute ein Schild weggeboxt. War das heute Craig, ja, ne? Ne, war gestern. Schild weggeboxt? Weißt du das nicht? Nee. Dann war das der Cooper. Verwechsel euch zwei immer. Ja. Nichts Neues. Mich nennen alle Cooper, Carlos. Ja, Carlos kann man nicht verwechseln. Der ist der Einzige, der aussieht wie ein Spanier. Ja, der kann Short man nicht mal annähernd. Short sieht ja 1:1 aus wie ich. Dem fehlen bloß die Hormone für den Oberlippenbart. Gott, Alter. Ich sag dazu einfach nichts, Alter. Na, guck doch mal, der war mal weiß, Alter. Jetzt ist er so braun wie ich. So, dann hat er sich die Haare gemacht wie ich. Rennt in den seinen Klamotten rum wie ich. Ich soll gar nicht den Schwasser. Ich hab mir voll verschätzt, Mann. Wieso fährst du jetzt eigentlich hierher? Weil es hier eine Abkürzung gibt. Guck. Jetzt sind wir alle geschüttet, nicht gerührt. Willst du jetzt ein, Achso, du willst jetzt nur nachgucken, ne? Ja, da vorne fährt ein blauer. Pass auf, Alter. Oh, das ist nicht gut. Weg, Alter. Los, schütte dich, Bumblebee. Zum Glück ist auf der Brücke Luft. Starker Wind hat den Wagen umgedreht. Oh, hier ist er so, Alter. Aber gehört ihr den blauen? Ja, sieht so aus, ne? Nee, hier. Sind nicht die blauen. Oh! Ja, mal Nachfrage. Wer ist denn da den Blick? Ich schreibe mal das Auto, ja? Nochmal bitte. Ach, das ist, ey, das ist Leitung, Digga, Alter. Wo? Da vorne ist Leitung, Mann.
Nein, der heißt Leitung. So, Mann. Wie heißt denn der, Mann? Zeitung und Leitung, Alter, Digga. Nein. Wie heißt er denn? Leitung ist einfach nur... Wie ist dein Name, Bruder? Hallo? Leitung, hi. Doch, das wohl Leitung. Jetzt kommt Zeitung. Das wohl Leitung. Das ist Leitung, Mann. Ist echt? Ein anderer, Mann, du Nase, Alter. Klar, Mann. Der hat gesagt, der ist Leitung. Also. Hi, Leitung. Hallo. Was macht ihr hier? Was ihr machen? Wir hatten die blaue Karte. Ich brauch mal ein bisschen Money. Hab mir besorgt ein paar Arbeitskräfte. Den pinken habe und den mit den roten Schuhe. Ja, richtig. Kommen aus Polen beide. Hab ich ganz billig geschossen auf eBay. Wird der AV zu dir? Sklaventreiber, du. Ja, er muss ja irgendwie mal ein bisschen hier vor Land kommen mit Geld. Gehört der AV zu dir? Was macht ihr so? Leitung? Was? Gehört der Affe auch zu dir? Nee, der nix gehört denn zu uns. Will nur zu Lit. Mit dem blauen Auto und den. Ja, Lot und der. Ja, Lot und der hinten noch der große schwarze. Okay, der gehört auch euch. Ja, richtig, gleich Fahrzeuge. Habt ihr noch mehr LKWs hier gesehen? Na, nein. Bisher noch nicht. Okay, vielen Dank. Sollen Bescheid sagen? Nee, geht schon. Aber danke dir, Leitung. Okay. Viel Glück. Kein Problem. Euch auch. Tschüss. Anstatt du was sagst. Nee, Alter, weißt du, lässt mich da ganz langsam. Da kommt ja noch eine, der nix gehört zu uns. Alles klar, Mann. Wie machen wir das? Wo warten wir? Na, nach der Verarbeitung. Ja. Aber da kommt halt drauf an, wo er langfährt, ne? Wird zur Verarbeitung fahren und dann nach oben auf den Berg. Also fahren wir zu Frankie. Können aber auch unten am Händler warten, das ist genau das gleiche. Wollen wir den nicht oben klauen und dann selber runterfahren? Oder wie machen wir das? Machen wir oben unser Auto voll? Becky, Mann, Alter, ich. Also, wenn wir abends immer alleine sind, Mann, Alter, dann nehmen wir nicht immer alles weg, Alter, Digga. Deswegen sag ich ja, machen wir unser Auto voll oder was machen wir? Weil. Na, wie du es möchtest, Mann. Entweder machen wir das Auto voll. Ich mach das so, wie ihr das macht, Mann. Ihr seid die Spezialistin. Digga, auf uns ist keiner pissig, Alter, weil wir nie alles nehmen. Bei den Blauen sind immer alle drauf pissig, Alter, weil die nämlich alles nehmen, weißt du? Ja, ist ja richtig so. Aber wie macht ihr das denn? Das hilft mir trotzdem nicht weiter. Wir warten am Händler unten, Alter, und dann kommen wir mit einer geilen Geschichte und dann ist das hier gewesen, Alter. Also fahren wir direkt zum Händler? Ja, wir nehmen eigentlich immer Jamar, Alter, Digga. Wir haben mal irgendeine Geschichte mit Jamar, Mann. Dann sag mal was, zum Beispiel. Also unser Werdegang war Verlobungsring, Heirat, Scheidung. Was hatten wir als nächstes, Craig? Ich weiß es nicht. Bei der Scheidung war ich gar nicht mit dabei. Wir können ja machen. Vaterschaftstest ist doch cool. Vaterschaftstest oder die Olle in mein Haus oder so, Alter, Digga. Fangen wir erstmal mit deinem Vaterschaftstest an, würde ich sagen. Und danach müssen wir uns was. Müssen wir mal gucken, ob der Vater ist oder nicht, ne? Weil da muss der Alimente zahlen oder der. Ja, das geht dann auf Dauer, ne? Er muss ja jede Woche oder jeden Monat Alimente zahlen. Ja. Da können wir natürlich was draus basteln, läuft wirklich, ne? Aber die sind jetzt so drauf, Alter, dass sie die LKWs oben stehen lassen und wenn mit dem Motorräder das hin und her schicken, Alter, das ist so dumm, Alter. Richtig Schiss, Alter. Ja, was willst du machen, Alter, wenn dann eine Gang. Hey. Immer da ist. Dein Auto ist aber auch gar nicht gut für sowas, ne? Ey, Raki, Alter, ohne Witz. Da ist nur ein M dran, ne? Das heißt Raki, mein Freund. Ich hab dir das Auto im Vertrauen gegeben, Alter. Was machst du? Abkürzungen. Du schrotest das, Alter, weißt du? Ich nehme normalerweise immer Abkürzungen zum Fliegen, Bruder. Ja, Craig, sind wir mal einen Hubschrauber raus, oder? Ich wollte schon immer mal Pilot werden. Nee, hau ab, Mann.
Hat mich gestern einfach 400.000 fast gekostet. Und dann die Karte, die mir gefollowt hat. Vielen Dank für euer Follow. Ich willkommen in der Grove Street, mein Freund. Lebenszeit, Digga. Mir Khalifa Street einfach. Lebenszeit? Warum? Rockteppich. Dann hab ich gleich gar keine Viewer mehr, wenn du das rum hast. Ja, das war ja von euch abhängig, ne? Ja, du hast dich doch reingelassen, bist du kacke. Warum lässt du denn? Bin ich so ein Schwein und lass euch liegen? Ich bin auch, alter, lass mich liegen. Komm mal klar. Und dann gibt das andere, Alter, die schießen dir aus Versehen in den Kopf und gehen dann schlafen. Alter, wer hat denn das gemacht? Ich nenne jetzt keine Namen. Aber derjenige trägt ein grünes T-Shirt. Elena, herzlich willkommen, meine Frau, meine Lieblingsfrau in der ganzen Welt. War halt nicht mit Absicht und wir wollten alle gehen und so und derjenige stand blöd und der andere hat geschossen und in dem Augenblick ist er dann umgekippt. Mach's gut, Kate. Schlaf gut. Habt ihr gesehen, wie viele LKWs hier stehen, Mann? Na, ist der direkte Weg, Kohle einzuteilen. Dann kannst du auch alleine keinen Dings-Mais-Schnaps mehr machen, dadurch, dass die blauen immer da sind. Na, doch schon. Ja, wir vielleicht, aber als Normalbürger hast du ein Problem. Die Bullen sind, ja, die Bullen sind zu blöd dazu, Mann, Alter, weißt du? Und, du musst doch einfach nur mit denen reden. Die raffen's einfach nicht. Die machen's einfach, verstehst du? Wenn die da hingehen würden, hier, Mann, Alter, gib dir 100.000, Mann, Alter, dann würden die sogar mit dankend annehmen. Weißt du? Aber die sind alle so doof, Alter, und wollen einfach alles behalten. Das ist ja wohl klar, was passiert. Wollen wir nicht bei den Blauen schnell mal anklopfen? Zeit sagen. Was sehen die denn? Was? Na, hier, einfach gerade runter, genau. Wir müssen noch die Nummer von Storm klar machen, Alter. Naja, ich hab von Jax im Notfall die Nummer. Ah nein, das hat ja nicht die Raffen. Ja, ich weiß, was du meinst. Hier ist die Nummer, du Salami-Liebhaber, du. Da waren eine Menge Autos. Da waren einige. Einer zu Hause. Die alle schon pennen hier, Alter. Die stehen auch kreuz und quer hier, ne? Wenn die alle da sind, Alter, ist da alles zugebombt. Ja, hab ich schon mal gesehen. Na, siehste? Die ersten Verkäufer gewesen. Ne, ich glaube, die machen selber krumme Dinger. Ja. Die haben schon wieder so eine Masken auf. Die sind bestimmt auf dem Balkon da. Wo legen wir uns auf die Lauer? Hinter den Verkäufer direkt oder was? Kann auch sein, dass das da FIB ist, ne? Ja und? Lass mal, fahr mal hier runter. Einfach runter zum Strand. Dann springen wir hier von hinten aufs Dach und gucken, ob der noch drauf ist. Guck mal, die gehört auch dazu. Stell mal die Kamera unter die Markise da. Da vorne. Unter den Bottichen da. Dass er hochspringen kann. Doch auch so, du Spinner. Weißt du so? Doch einfacher, Mann, Alter. Drauf geschissen, Mann. Was hat denn damit einfacher zu tun? Wieso, Alter? Lapp doch nicht rum, ist einfacher. Ich muss halt den Motor ausmachen, ne? Sonst haben wir gleich wieder denselbe Problem. Oh. Mein Freund, ihr seid ihr noch wach hier? Und ihr seid ja alle schon eingeschlafen. Nee, da vorne da? Wo denn? Ist es nicht? Doch, da steht eine. Da stehen zwei Karren, ne? Wo? Da vorne warten. Die Richtung, die wir gerade gucken. Ja, ganz hinten, ne? Mhm. Da sind noch Leute.
Ne, wir sind auch gerade an Medics. Das sind die Bowlers. Die Bowlers? Was macht das Gammel die denn hier rum? Sie sicher? Ich sehe weiße Hemden und so lila-mäßige Hose. Alter, was hast du für Augen, Junge? Bruder, ich bin ein Adler. Böse, wenn Stress gibt, mach ich Kuckuck. Früher habe ich auf der Tankstelle gestanden. Keine Ahnung, Alter. Ich glaube, ich bin blind oder so, Mann. Ich muss der eine ist auf jeden Fall Bowler. Keiner vorbeizufahren, Duplo zeigen. Da ist doch ein, Surfer-Van. Wir haben heute voll mit Respekt und so geklärt, Mann. Ja, Mann. Okay. Erstmal ruhig da drüben, Alter. Die haben gemeint, wenn wir. Ihr seid nur wie man wollt. Die auch keine Kacke, dann ist gut. Oh, guck mal, da kommen die Leute wieder. Hab ich sie wieder wach gemacht? Probiere zu essen. Ja, viel Glück dabei. Gute Besserung, Bruder. Hoffentlich wirst du schnell gesund. Habt ihr bei den Fußcontests mitgemacht, alle? Gucci, GTA Live-Zug, was geht denn jetzt ab, Mann? Man sieht die ganze Zeit die Taschen lampen, ne? Ich weiß. Holy fuck, was ist das denn? Oh, da kommen die Biker. Ist das ein Host? Nee, doch nicht. Wo kommen die ganzen Leute her? Holy fuck. Was geht ab? Der Pixel, vielen Dank für dein Follow, Mann. Willkommen in der Golf Street. Herzlich willkommen in der Kush Gang, Mann. Er ist runtergefallen. Carlos? Ja, Mann. Ist das eine Fritte manchmal, ne? Das hört ihr gar nicht mehr auf. Holy fuck. Herr Rakim, der kackt hier. Ich muss sagen, wo der Zug hin soll. Na, Entenhausen, wo soll ich denn hinschicken? Ich hab keine Ahnung, wohin, Mann. Bei Lil B. Ist da noch Platz? Schick den zu Lil B. Der ganze Zug in Bahnhof Lil B. Baka TV, mein Freund. Zu Bakar TV, meine Freunde, wenn der da ist. Ich weiß nicht, wer da ist. Wo soll ich wissen? Ihr überfordert mir. Hallo? Dass du Firmen für meinen kleinen Erbnuss gehören. Der kommt von Lilby. Holy shit, Mann. Ja, wo soll ich das wissen? Ich weiß nicht. Ich muss gucken, wer da ist. Holy fuck. Seid ihr irre, Mann? Ist schon klar, dass wir jetzt noch ewig warten dürfen? Ja, ich bin sofort wieder da. Ich muss kurz den Kopf, Mann. Wenn du eine bessere Idee hast, Mann, im Haus. Das ist wie ein Bahnhof gerade hier. Ein Bahnhof? Ein Bahnhof? Ja. Ja, kleinen Moment, das dauert bei mir ein bisschen lange. Mein Kraftwerk ist nicht so stark. Ich bin gerade dabei. Ja, schick den zur Lori. Keine Ahnung, sonst ist niemand da, den ich kenne. Einfach erst beste Wahl nehmen da. Wenn Bakar nicht geht, geht zu Lori. Aber hopp hopp. Holy fuck, man.
Hab ich Kopfschmerzen oder was? Nee, Mann. Und alle, die gefollowt haben, vielen Dank, Mann. Warten wir jetzt noch hier auf ein LKW? Ja, ich denke. Da unten. Da kommen aber nur Motorräder. Wir laden die das immer in Motorräder um und fahren das hier hin, oder was? Momo, Alter. Was ist denn das für eine Taktik geworden? Ja, keine Ahnung, was das soll. Wow, Mann. Der absolute Oberhammer. Das war die Idee von mir und Mo mit den Füßen. Okay, das war schon. Wir können wieder los. Das ist der Don Hansen. Den Russen, Alter. War Don Hansen gewesen. Das war Hansen, Alter. Holy fuck, Mann. Warum machen die denn so einen Zirkus? Weil sie Pussys sind, Mann. Das ist ja mal richtig langweilig, was die da machen, ne? Ja. Das ist was anderes, Mann. So ein Kindergarten habe ich keine Lust. Es ist doch so, Mann, Alter, du müsstest nach oben gehen und müsstest die LKWs klar machen. Pass auf, weißt du, was das Schlimme ist? Die halten auch nur extra am ATM, dass man die da bloß nicht überfallen kann, wenn die Geld zurückbringen. Und wenn die ihre Ware tauschen. Mhm. Und wie wird sein Motorrad aufhalten? Was ist das denn für ein Schwachsinn, Mann? Ja, was erfolgreich, wa? Geht noch irgendwas? Wirklich, Alter. Ich glaub auch nicht. Wird Zeit für den Haier dann, ne? Ich glaub auch. Überleg noch, ob wir Dings machen. Willst du dann noch machen? Na hier, Dingsi Bumsi. Nicht mit dir. Nee, mit dir nicht, Alter. Das kannst du vergessen. Ringel Pieps mit anfassen? Nee, Crack ist voll schlecht, Mann. Ja, was willst du machen? Carlos. Was? Nee, nicht hier, Mann. Chill mal. Oh, fuck, Alter, Digga. Ey, warte mal, das ist direkter Weg, Mann. Direkter Weg. Fahr mal runter. Direkter Weg. Dicker, fetter LKW. Ja, Mann, Alter. Läuft die dann auch, Alter. Fahr mal langsam. Vorne dann links. Ach so, nee, geradeaus. Ja, warte. Ja, der ist da. Ja, nee, der fährt bis hinten durch. Kim hat Kopfschmerzen. Nee, hier hab ich gar nicht. Dann halt kurz an, bitte. Craig hat Kopfschmerzen. Fuck. Gerade jetzt. Ausgerechnet jetzt, ja. Wir haben noch ein Auto da stehen, siehst du das, oder? Ja. Craig, Mann! Ah, das dauert zu lange, Mann. Guck mal, wie ein Tüterwagen. Wiu, 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 wiu. Wiu. Verdammte Scheiße, Mann. Das kann aber auch sein. Was geht ab, Daily Pixel? Sieht ab, was das für eine Farbe war? Von was? Von den LKW? Hm. Nee, von dem Auto, was da vorstand. Was war das denn? Seid ihr noch hier? Entweder wartet Leitung, Mann, oder weiß ich nicht. Oder seid ihr vorgefahren? Wir sind noch hier, wo bist du? Meine Freunde, ich habe auch Twitter, ne? Ausrufezeichen Twitter, vergesst das nicht. Da kann man auch schreiben und da erfahrt ihr immer Neuigkeiten. Das hat schon zu lange gedauert. War genau richtig.
Oh nein, Servus, Digga. Nee, lost, Alter. Hallo, die Namen, die Herren. Na, alles klar bei euch? Bei uns ist immer alles klar, Mann. Was macht ihr hier? Den kenn ich doch, oder? Kennen wir den? Na klar. Weiß ich nicht. Wer bist du? Was macht ihr denn hier? Dean McLean von Schwarzwassermann. Ach, fuck, Mann. Oh, die Fuck, wir wollten ja gerade ein bisschen Geld abknüpfen, ne? Ja, ja, scheiße, der Kohle, Mann. Das Problem ist nämlich, der Jamar braucht Geld für einen Vaterschaftstest, Mann. Was? Ja. Der wird Vater? Ja, ha. Der war verheiratet, der ist geschieden jetzt, Mann. Oh mein Gott. Aber ich weiß nicht, Jungs, ich glaube, oben war noch einer am Maisdealer, der nicht mit uns oder so zu tun hat. Na, geh mal davon aus. Ja, würdest du was spenden für Jamal, Alter, oder hast du keinen Bock, Mann? Ah, da komm, für Jamal auf jeden Fall. Fuck, Alter, das musst du Rakim geben. Warum? Oh Mann, ey, Carlos, Alter. Was ist denn nun los? Ich weiß auch nicht. Was hat der gemacht? Nix, alles schick, Mann, Digga. Wieso bist du denn jetzt weggelaufen? Was ist denn los? Nein, ich steh nur daneben, Mann, Alter. Guck zu, Mann. Nee, Mann, gib das mal Carlos. Fuck, der ist viel besser befreundet. Hier, der mit dem T-Shirt um den Kopf. Komm her, machen wir was. Und der Raccoon. Yuki, gehst du mal ein Stück weg? Ja, nicht, ich will mal was trinken. Guck mal jetzt, Carlos. Drive-by-Kuss. Oh. Wow, na, da bedanken wir uns natürlich recht herzlich. Ja. Kein Ding, Mann. Das ist sehr nett von dir, Mann. Der Jammer wird sich freuen. Dafür kennen wir uns doch. Hast du gegeben? Für 2 Vaterschaftstests. Okay, Mann. Nett, oder? Ich muss zwar den blauen Jungs auch noch was abgeben, aber läuft schon. Ist okay, Mann. Ey, ihr müsst schon aufpassen, ne, Alter? Die Russen waren nämlich gerade, ne? Ja, ich war hier unterwegs. Dass die waren vorhin schon am Feld, als ich gesammelt hab, Mann. Ja, das sind voll die Hampelmänner. Die trauen sich nicht mit den LKWs hin, die fahren mit Motorrädern. Ja, ich weiß. Was macht ihr jetzt noch? Wir wollten eigentlich eventuell schlafen gehen. Also ich zumindest. Ach so, wir werden noch eine Tour machen jetzt. Na, ich weiß nicht, es ist zu spät geworden. Ich wünsche euch dabei viel Glück und nochmal vielen Dank für den Spende, Mann. Ja, mein Ding. Sehr aufmerksam von dir. Macht's gut, ne? Bis dann, Bruder. Lass dich nicht ärgern, Mann. Ciao, ciao. Ich sag da zu Ende. Carlos, wie viel hättest du ihm jetzt abgenommen, wenn wir ihn nicht gekannt hätten? Nee, der war ja nicht so ordentlich. Man hat uns keine Pistole reingehauen. Aber wie viel hättest du ihn abgenommen? Nee, 200.000 hat er vielleicht, Mann. So, okay. Das hätte man. Naja, er hat 50.000 hat er abgedrückt. Ja, ey, nee, drauf geschissen. Das war mir richtig unangenehm, Mann, Digga, Alter. Warum? Weil der Schwarzwasser ist? Ja, Mann, wenn der Lenschit rauskriegt, Mann, Alter. Ey, komm, das hat er ja freiwillig raus. Ich wollte gerade sagen, wir haben den ja deswegen extra nicht hochgenommen. Ja, aber das nächste Mal, Alter, wenn Jamala mit dabei ist, Alter, und dann quatsch ich ihn auf an, ey. Vielleicht mit dem Vaterschaftstest. Wir sind doof, Mann, wir lügen. Das war letztens total geil. Da kam jemand zu mir und meint, hey, ja, Craig, wir kennen uns doch. Und ich so, wer bist du denn? Und da stand nur Olle mit bei. Und dann, naja, hier so und so, wir haben noch Geld gespendet für Jamars Verlobung. Und da hat er erst Klick gemacht, da meinte ich, ey, ja, stimmt, meinte er, ja, wann ist denn nun Hochzeit und so? Meine ich, ja, du, Verlobung ist abgesagt, Hochzeit ist gestrichen, der hat die Frau über den Jordan geschickt. Oh, die fangen mich sehr auf. Oh, fuck, Digga, Alter. Du hast gerade Flügel bekommen. Ja, Mann, ich wollte nach Blockwood, das war alte Gewohnheit. Man aber darfst nicht sagen, dass ich außerhalb von Blockwoods gezogen habe. Überall blaue Autos, ne? Ja, Mann. Warum eigentlich bei uns? Guck mal, Mann, die markieren den ganzen Start. Die sind alle kaputt, die Karren, Alter. Das ist ein Schnitzeljagd. Oh, was, Alter. Hab ich gewusst, ich hab den noch gehört, Mann, Alter, die Stimme schon mal. Aber du musst wirklich besser mit deinen Autos umgehen, ne? Ja, mein Carlos. Das geht gar nicht. Ist klar, Mann.
Fährst du schon so hässige Autos, dann machst du sie ja noch kaputt, Mann. Ach, komm mal klar. So, wer will jetzt Kohle? Kannst ich will nicht. Kannst du behalten, bitte. Ja, Mann, behalt, Alter. Ey, Carlos, du hast sie wirklich nötiger als ich. Eigentlich ja. Ruhig haben. Wenn der Lensch kommt, Alter, sag hier, der Craig hat die ganze Kohle, fick dich. Ich und Rakim sagen, du hast das. Du ich hast bin broke, du Mann, ich hab gar nichts. Eine Waffe an den Kopf gehalten. Du Lugner. Du ich hast bin... mehr als ich und Carlos zusammen. Oh, fuck, Alter. Ich wette, Rakim hat mehr, Mann. Sag ich doch. Hab gar nichts. Die alte Kackbulette, natürlich, Alter. Nee, Mann, ich bin voll der arme Mann. Lugner. Ja, doch, soll ich dir mein Kontostand auf Handy zeigen? Guck. Ja, hat zeig. Pass auf, bist du Lugner? 6,5... 7,5 Millionen, du Lugner. Pass auf, ich sag dir jetzt, was da steht, okay? Da steht ein 1, ein 1, ein 1, ein 0, ein 6, ein 3, ein Schneemann und noch ein 0. Also so bist viel. Du total arm, Digga, ne? Ja, Mann. Also, wenn du 11 Müller hast, Alter, Digga, dann bist du total arm, sagst du, ja? Bin voll broke, Mann. Stück Scheiße. Mann, ich hab auch nur 2,5 Millionen. Ne, aber vielen Dank für das Geld, Carlos. Kunde, Alter. Sag doch nicht ohne Grund, ich brauch das nicht. Geht ihr jetzt pennen oder? Ich geh jetzt auf jeden Fall schlafen, Mann. Ich will jetzt auf jeden Fall noch im Funk sehen, dass ich da den Mo erwische. Wieso, warum? Naja, wegen den ganzen, Ach, Einstellung. Ja, ja, geschafft. Ja, ja. Der Mo, Mann, der hat's voll drauf. Ja, werde ich den gleich mal anhauen. Gucken. So, ich gehe in die Busche, ne? Ja, schlaf schön, Rakim. Aber vorher noch ein Test. Wo ist der Mond, Jungs? Da. Warte. Was siehst du? Ich sag doch, der Dings ist bescheuert, Mann, der Cooper. Ey, das war ich, Rakim. Ihr habt immer in die falsche Richtung geguckt. Nee, Quatsch, du. Da ist der Mond doch. Nein, siehst du, und ich hab dir gesagt, der ist da, der Mond. Ja, richtig. Heute bist du mal klar im Kopf, hast nicht so viel gekifft. Nee, das bist du, weil du die Maske an hast. Na, bis dann schlaf, Mann. Mal schön. Oh, der Tor ist auf. Ich hätte gar nicht überklettern müssen. Ja, richtig. Wir gehen jetzt schlafen hier in dem Busch. Ich habe den Haus der Schlüssel vergessen. Ich muss hier rein schlafen, guck. So, mein Freund, der... Vielen lieben Megadank, dass ihr hier gekommen seid. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt auch ein bisschen Spaß, auch wenn nicht so viel gegangen ist. Und dann gucken wir mal, wo wir euch reinschmeißen. Und wenn wir euch jetzt irgendwo rausschmeißen, dann lasst ihr einen Kuschgang da, würde ich sagen, oder? Hashtag Kuschgang. Kuschgang, meiniger. Also, Freunde. Morgen, oder heute, gibt es einen Vormittagsstream bis 14 Uhr. Ungefähr, wenn ich komme und nicht verschlafe. Und dann muss ich mich schon fertig machen für die Arbeit. Und dann geht's nach 0 Uhr wieder weiter, bis so wie jetzt. Ja? Machen wir das so. Ihr könnt dann auch auf Twitter mir gucken. Ich werde das ab jetzt auch immer in den Twitter schreiben. Ich muss mir das angewöhnen. Und da erfahrt ihr dann immer, wann ich streame und wann ich online gehe. Und ob ich dann streame. So, und dann schmeißen wir euch noch irgendwo raus. Bei wem können wir euch denn rauslassen? Euch auch allen eine sehr, 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 sehr schöne Nacht wünsche. Träum was Schönes. Was ganz Süßes, wie Duplo-Riegel. Ja, wo schmeißen wir euch raus? Schmeißen wir euch beim Lil B raus? Gute Nacht, haut rein, Mann. Ja, ne? Kein anderer da, Mann. Weißt du, was ich bei Lil B raus? Der freut sich. Zeig dir mal, was die Kuschgang drauf hat, meine Freunde. Wir hören uns morgen. Auf Wiedersehen, Kursi.
What's up, Crack Boys? Holy shit. Immer dieses. Dieses What's up, Crack Horse? Yo, Rakim, Mann, danke dir, Bruder. Danke für den Host, Mann. Hallo. Hallo, hörst du mich? Hallo? Hallo? Ja, yeah, das war echt knapp, Motherfucker. Ja, das war aber nicht mit Absicht, tut uns leid. Was machst denn du in meiner Hut, Mann? Wir müssen euch was fragen. Ja, dann frag mal. Kannst du mal fragen, wer in. Kannst du mal in deinem Funk fragen, wer gerade beim Maischnaps-Dealer war? War keiner mehr, ist keiner mehr da. Nee, einer von euch war da. Hat uns gerade jemand erzählt. Wer will das wissen, Mann? Ich, Jax. Ja, Blutenklein. So, pass auf, die Abmachung war, wir nehmen. Bleibt doch mal bitte stehen. Die Abmachung war, wir lassen die Finger von eurem Gras und ihr lasst die Finger weg von unserem Schnaps. Also ich kann dir definitiv sagen, dass aktuell keiner Funk erreichbar ist und dass definitiv keiner von uns war. Dann ist jemand mit grünen Sachen. Pass auf, unterwegs. Dann waren das bestimmt wieder die Vollidioten, die sich letztes Mal auch für die Growth ausgegeben haben. Da laufen Leute mit grünen Sachen rum und rauben die Leute aus. Jo, wenn könnt ihr mir einen Gefallen tun?